Freunde, ich habe in Fortnite schon gefühlt tausende Male gewonnen und das auf die verrückteste, geilste und epischste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Bevor wir dazu kommen, habe ich aber eine kleine Challenge für dich. Und zwar hast du jetzt gleich 3 Sekunden lang Zeit, das Video zu liken, das aber nur mit deinem Ellenbogen. Wirst du das Ganze hinbekommen? Lass es uns versuchen. 3, 2, 1 und... Hast du es geschafft? Wenn du das Ganze geschafft hast, schreib in die Kommentare auf jeden Fall mal rein, was ist für dich die heftigste Challenge, um einen epischen Sieg zu holen. Okay, Leute, erste verrückte Challenge, um in Fortnite zu gewinnen. Wir dürfen nur mit dem Loot von Schatzkarten gewinnen. Ich sag euch, das Ganze wird geisteskrank schwer werden. Mit dem Start von dieser Fortnite-Season kann man wirklich einfach wieder Schatzkarten-Loot bekommen. Das Ganze ist einfach gigamäßig geil. Oh mein Gott, und hier ist direkt der Computer. Das Problem ist halt nur, normalerweise sind diese Spots nicht 100%, aber wir haben Glück. Hinten direkt einen am Anfang. Oh, hier landen auch welche. Hat deine Waffe? Surprise, Motherfucker. Geh mir aus dem Weg, Alter. Ich hab keinen Bock auf dich. Aber willst du mich plattfahren oder was? Aus dem Weg? Ich spinnt ja wohl. Komm her. Ich mach dich mit meinem Auto platt. Das ist irgendein Wilder. Ich glaube, das ist ein Autogrammjäger oder sowas. Hä? Krieg dich mal Schaden. Komm da, was willst du von mir? Was willst du? Willst du einsteigen? Will mich plattfahren, okay? Komm, Spitzhacken-Duell. Du alter Spinner. Hallo, es reicht doch jetzt. Ey, was ein Verrückter. Okay, aber kommen wir mal zurück zur Challenge. Das Ganze war ja gerade völlig verrückt. Das Ganze ist ein bisschen anders gemacht. Normalerweise bekommt ihr ja Schatzkarten. Jetzt bekommt ihr solche Spots hier auf der Fortnite-Karte. Müsst dann einfach selber danach suchen. Lass die Schatzkarten hier sein. Oh mein Gott, was für ein Glück. Was für ein unfassbarer Start in die Runde. Schatzkarte aktivieren. Und geile Waffen bitte, dieser Runde. Wir hatten so viel Pech. Wir brauchen jetzt wirklich mal ein bisschen Glück. Ja, okay, eigentlich brauche ich gar nicht den Wagen. Ich hab den trotzdem. Nächster Versuch, nächste Kiste. Was wird drin sein? Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Ich brauche was Gutes. Okay, das ist schon mal gar nichts Gutes. Was ist das denn? Das ist ja komplett der letzte Dreck einfach. Wobei, wer weiß, vielleicht gebe ich dieser Waffe mal eine Chance. In dieser Season habe ich die noch fast gar nicht gespielt. Vielleicht ist sie sogar besser, als ich gedacht hätte. Wir bräuchten jetzt auf jeden Fall entweder noch die Wasserbändiger-Fähigkeit. Hatte ich auch schon in der Challenge. Oder eine richtig geile Pumpgun. Boah, Wächter, die hatte ich auch schon. Ich habe es trotzdem nicht geschafft. Komm schon. Überrasch mich ein bisschen. Oder vielleicht beides auf einmal wäre auch okay. Nur keine Sniper und keine Deagle. Ey, wir kriegen die nochmal. Nein. Okay, was ist das denn Überraschendes? Ja, ist gar nicht so übel, ne? 2 lila Waffen. Keine Ahnung, ob man damit gewinnen kann. Ich sag euch, nach so vielen Fehlversuchen, ich weiß überhaupt nichts mehr. Aber es ist so schwierig einfach. Das Beste, was ich mal hatte, war irgendwie Platz 3, glaube ich. 0 Kills ist jetzt auch nicht der beste Start in die Runde. Aber wir gehen jetzt erstmal in die Offensive. Was soll das Ganze? Ich werde dieses SMG einfach mal ausprobieren. Wer weiß, vielleicht ist die ja wirklich ziemlich geil. Wir müssen nur versuchen, die Torwächter-Pumpgun gleich irgendwie auszuschalten, weil die einfach zu stark ist. Sorry, Hühnchen. Oh, hier ist einer. Aus dem Weg. Danke. Ich spiele das Spiel nicht mehr, Digga. Okay, haben wir auch. Jetzt noch ein bisschen die Eier testen. Oh Gott. Die ist überhaupt nicht gut. Ach, Herr Jemine, was ist das denn? Boah, das wird ja gigaschwer werden. Ich habe 100 Schuss gebraucht, bis er gestorben ist. Das einzige Gute ist, wir sind jetzt komplett voll. Honey Banana, was sind das für Namen auch wieder? Schaut auf jeden Fall gerne mal in den Killfeed rein und sagt mir dann, ob ihr irgendwelche krassen Schwitzer gefunden habt. Weil das sind auf jeden Fall die Leute, so wie der hier, die am Ende einfach giga viele Kills haben werden. Was ist dein Ziel, Mann? Boah, jetzt zieht mich ran, ey. Oh Gott. Kannst du mal kurz ein bisschen damit aufhören? Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Wieso ist der so stark damit? Er ist ja der kompletteste Freak. Ich glaube, der kommt sogar. Wieso kann der so hoch springen? Der ist white und den juckt das überhaupt nicht. Oh Gott. Was habe ich wieder für dunkle Mächte hier raufbeschworen? Der ist komplett One-Shot gerade. Der jetzt noch diese Hardest Chains einsetzt. Mein Mate kommt da hinten. Ich habe halt echt komplette Schimmelwaffen. Und nur 100 HP. Ah, Sniper. Woher das denn bitte? Ist das hier überhaupt eine richtige Sniper? Okay, hat auch nichts mehr. Jetzt sieht die Heilung greeden. Ekliger. Schieß die Tür einfach weg. Und jetzt? Ich hab noch genug Schuss. Der hat schon mal gar nichts mehr. Meine Waffe ist leer. Ich will die jetzt haben, beide. Ich glaube, die sind beide relativ low. Oh, ich hasse diese Waffe. Ich hasse sie jetzt schon. Und da hinten kommen noch mehr Gegner.
Okay, wir haben den ersten. Der wird auch ein bisschen Muni dabei gehabt haben, oder? Da schießt der nächste schon auf mich. Er hatte keine Muni. Hä? Okay, sind komplett geliefert gerade. Ich habe einfach wahnsinnige ein Schuss noch. Hat auch irgendwen weggekillt. Muss mal ganz schnell hier weg. Ich weiß nicht, dass ich hier bin. Das ist schon mal sehr gut. Ich hole mal ganz kurz ein bisschen Muni, mein Freund, dass ich keine AR und keine SMG mehr habe. Ist echt geisteskrank. Soll ich dir irgendwas drin an Muni? Kein Schuss. Ey, bin ich irgendwie schussresistent oder was? Wow. Wir haben 21 Schuss in der Waffe. Ja, der wird ihn jetzt versuchen wiederzuholen. Jede Wette. Bleib nicht AFK stehen, sondern stirb einfach. Und... Oh mein Gott, du hast ja alles gebunkert. Du hast die ganze Muni dabei. Du kleiner Spinner. Wer kämpft denn hier? Oh, die haben ja nichts mehr. Seit wann geht dieses hoch runter eigentlich nicht mehr? Ich hab das immer abgefeiert. Das war das Einzige, was ich konnte. Ist noch irgendwo einer. Oh, Fencing Fields ist so cursed einfach. Manche Runde die besten Spieler der Welt, manche Runde einfach nur... Solche hier. Oh Gott, was ist das denn? Hör bitte auf. Oh Gott, ich hab einen Soundbug. Oh mein Gott, was war das denn? Okay, jetzt kommt irgendwie alles aufeinander. Oh, der hätte sogar noch einen Biggie dabei. Wir gucken gleich mal auf die Karte drauf. Wer denn jetzt alles schon wieder Jong dabei hat? Ich hoffe, dass die das von Bobby noch nicht haben. Oh, sie haben's. Also Grimgate ist auf jeden Fall schon mal raus. Wir müssen dringend die von Grimgate killen. Weil wenn die gleich zu stark werden, dann kann ich die Runde nicht mehr gewinnen. Das ist die stärkste Waffe im ganzen Spiel. Danach würde ich sagen, diese komische Fake Scar. Und danach geht's eigentlich schon wieder fast. Weil die Pumpgun sollten wir da nicht außer Acht lassen. Nein, die sind da drauf. Möglicherweise. Irgendeiner nimmt hier was ein. Ja, aber das sind die, glaube ich. Hab ich nicht gesehen. Oh, der ist doch down. Ja, ich habe beide. Oh mein Gott. Let's go. Medaillons dürfen wir übrigens mitnehmen. Ich finde das gar nicht so schlimm, wenn wir die dabei haben. Je stärker durch Medaillons, desto besser einfach. Was wir nicht mitnehmen dürfen, ist diese wundervolle Waffe hier. Aber egal, wir bleiben jetzt erstmal ein bisschen mobil hier. Wir können ja gucken, ob wir noch irgendwo eine andere Schatzkarte finden. Hä? Kein Auge hier. Aber das ist Loot Drop. Dann gibt es da wahrscheinlich irgendwo hier noch eine andere Schatzkarte. Ein paar Positionen gibt es noch auf der Karte. Ja, da kommt mir der Jong rein. Ich sag's doch. Das ist 100% Zeus. Ich glaube, wir sneaken die als erstes noch. Ich will die weghaben. Die fighten auch gerade. Das ist sehr geil. Möglicherweise sind das die da hinten. Aber ich weiß noch nicht genau. Landet einer mit Auto, als wäre es ein Flugzeug. Guck dir das an. Guck dir das an. Was willst du dagegen machen? Er snipet dich einfach, als wäre das gar nichts. Ich glaube, hier geht irgendwas diese Runde. Oh Gott. Ich habe ihn eingebaut. Oh, der hat gar nichts mehr. Oh, was hat der denn für einen Fehler? Lol, was hat der für einen Fehler gehabt? Okay, das war irgendwie ein bisschen unheimlich gerade. Der kam aus irgendeiner Matrix oder so raus. Hier muss aber noch mehr sein. Viel, viel mehr. Die haben den anderen auch gekillt. Der war ja nicht alleine. Ich mag das jetzt nicht, dass so viele Tauben hier auf einmal sind. Geht mal weg, Mann. Ich hasse Tauben einfach. Was? Der Lüfte, sagen die doch immer alle. Okay, wir sind wieder full. Das nehmen wir erstmal mit. Werde ich wahrscheinlich noch brauchen. Sei nicht zu gierig. Das ist jetzt wirklich die Aufgabe in der Runde. Zu gierig stirbt einfach. Meine Nahkampfwaffe ist schlecht und meine Fernkampfwaffe auch. Ach, der Bunker ist direkt unter mir. Okay, der ist ja richtig gestört. Ich muss eigentlich mal kurz rein meine Waffen upgraden. Oh, das hat er sich auch gedacht. Jetzt läuft der einfach rein. Ach, es läuft einfach nicht.
Warte jetzt einfach, bis der abhaut, dann grade ich meine Waffen ab. Ey, das ist sogar ein Lama. Nami, was geht, Alter? Ey, wartet mal, ich gehe da hin. Wusstet ihr, dass Lami mittlerweile wieder voll den geilen Loot hat? Ohne Spaß. Also vielleicht war es auch Zufall. Ich hatte vorhin einfach 2 Flowberry Wrist drin gehabt. Götterbanane. Und ich glaube, da war sogar noch Fuffi oder so dabei. Mal gucken, ob Lami wirklich so viel dabei hat. Wegen Mats und so brauche ich dich nicht, mein Kumpel. Aber wegen Heilung, das wäre jetzt schon echt Gold wert. Komm, gib mir 2 Flowberry Wrist. Da ist doch nichts dabei gewesen. Das bringt ja gar nichts. Wobei, da waren, glaube ich, 2 Götterbananen. Oder? Nur eine? Ey, ich werde so abgezockt einfach. Das lohnt ja gar nicht. Ich nehme alles zurück. War kompletter Zufall. Ich will mal die Lamas wieder besser machen. Ich will unbedingt noch in den Bunker rein. Die haben das Ding sogar oben noch eingenommen. Was können wir denn noch verbessern? Das Ding ist ja eigentlich schon gut dabei. Komm, auch ein Charlie drauf. Oh, die Digger sind schon abgegradet gewesen. 2 Götterbananen? Okay, ist nur eine. Jetzt mal reinpfeifen. Wenn ich jetzt durch die Zone sterbe, ich spiele nie wieder Fortnite. Hey, ist das dein Ernst? Ja, okay, wir müssen alle weiter. Juhu, ich fliege. Ich wäre so schlecht einfach geworden. Das ist so geisteskrank. Dass ich jetzt um sowas hier so fighten muss. In guten Tagen hätte ich die alle weggeholt. Was ist nur noch einer? Es ist ein 1 gegen 1. Oh mein Gott, dann macht den größten Fehler aller Zeiten. Let's go, wir haben es endlich geschafft. Ich habe 20 Versuche gebraucht, um das Ding zu gewinnen. Aber es hat sich gelohnt am Ende, es fühlt sich gut an einfach. Wir gehen direkt in die nächste Challenge rein. Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen krassen Challenge in Fortnite. Und zwar dürfen wir heute nur mit schallgedämpften Waffen spielen. Und ich weiß ja, ihr steht drauf, ich stehe drauf. Was gibt es bitte Geileres außer Scharfschützengewehre vielleicht? Wobei Scharfschützengewehre schallgedämpft, Mann. Das ist die Meta einfach. Ich liebe einfach schallgedämpfte Sachen. Und das Geile ist, Artemis verkauft einfach welche. Ich habe das durch Zufall herausgefunden. So, wir holen uns jetzt mal eben 2. Guck mal da bitte. Boom. Beide einfach schallgedämpft. Wie krank ist das bitte? Wir werden heute auch eine wilde Kombination zusammen machen. Ich rekrutiere die einfach mal. Kann die mir neue verkaufen. Und zwar werden wir diese Waffen hier wie Double Pump benutzen. Oh cool, es gibt keine Heilautomaten mehr. Das ist jetzt nicht so krass. Warte, das wird Fuffi geschenkt. Ich sag euch, dieses Jahr, ich werde irgendwo FNCS spielen. Komme, was wolle, Mann. Deswegen auch mein Backbling. Mit Ansage, ich werde besser werden in Fortnite. Und ihr könnt mir dabei helfen. Schreibt eure Stats mal in die Kommentare rein, ob ihr Pro seid. Dann könnt ihr euch gerne auf Discord bewerben. Und dann können wir mal eine Runde zusammen zocken. Ich suche einfach den nächsten heftigen Spieler, mit dem ich zusammen Videos aufnehmen kann. Zeus ist irgendwie verschwunden, Mann. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich werde gleich auch mal gucken, ob es noch andere Fortnite-Bosse gibt, die auch schallgedämpfte Waffen verkaufen. Aber ihr seht ja schon, die sterben hier alle wie die Fliegen gerade. Artemis, geh mal die Lage bitte. Und die Schlawiner hier alle. Wächst ein bisschen Flowberry Wrist dabei. Was war das gerade für ein Sound? Hat der was eingenommen? Komm, tut er noch ein bisschen. Ach, komm nicht zu mir. Wobei, komm doch zu mir. Ich hab eine geile neue Technik am Start. Willst du sie sehen? Okay, will ich doch nicht sehen. Oh, da ist noch jemand. So, ganz schnell nachladen. Also, wenn alles richtig läuft, können wir diese Waffe wie Double Pump benutzen. Wir müssen halt ein bisschen näher dran gehen. Aber es kommt da doch ein bisschen auf Aim an. Ist das euer verdammtes Ernst? Ist das euer... Der hat schon mal gesessen, Mann. Da wollte einer richtig Kasala auf mich drauf machen mit der Pumpgun. Hat allerdings nicht so gut funktioniert. Was ich auf jeden Fall weiß, wir können gleich in den Bunkeranlagen hingehen und unsere Waffen nochmal upgraden. Das werden wir natürlich auch machen. Es wird aber ein bisschen dauern, bis die offen sind. Erst nach der dritten Zone, beziehungsweise Ende zweite, Anfang dritte, oder doch? Es dauert auf jeden Fall mindestens 2 Zonen, bis das Ding da ist. Es ist voll geil, den Bot dabei zu haben. Der ist ja komplett overpowered. Meint ihr, Muskelkater hat eine Waffe dabei? Wir gucken jetzt einfach mal nach. Hier ein paar Kills diese Runde haben. Ich glaube, die beste Adresse für Kills wird wahrscheinlich Underground sein. Mount Olympus oder Fencing Field. Ich sag euch, hier sind aber voll viele Gegner unterwegs. Öl-Set, nur wir haben keine Wings dabei. Hat gerade Marigold einen Kill gemacht? Oder ist jemand? Ich hab's doch gesagt. Ich wusste es doch wieder, dass hier wieder irgendein Streuner rumläuft. Macht hier auf Walking Dead oder was? Boah, er schießt schon auf mich. Was ist wie das? Und ich treffe ihn einfach nicht.
schießt hier noch einer auf mich. Artemis? Komm, zeig mal, wo du wie bist. Wie wärst du denn mal hilfst? Huschelwuschel war das einfach. Oh mein Gott. Seit wann bist du denn wieder da? Ich glaube, diesen komischen Weihnachtsbaum, den zockt irgendwie keiner mehr. Der ist out, ey. Einfach, weil ich so viel Welle gemacht habe, die letzten Videos. Oh, da sind noch mehr. Ich sag's doch. Es ist so kriminell, ne? Wie viele Leute hier rumlaufen. Ich schalte mal kurz den aus. Oder auch nicht. Der hat auch einen Sniper dabei. Das ist trotzdem wild. Man kann voll schnell schießen. Also mit ein bisschen Aim hier, glaube ich, dass diese Kombination extrem wild ist. Oh mein Gott. Okay, die schießen aus allen Löchern gerade auf mich. Hallo. Da ist noch einer. Ich mach jetzt einfach Double Pump. Komm her. Du kriegst jetzt nicht Double Pump. Oh Gott. Wir sind nach einer Werbepause wieder für sie da, Leute. Jetzt aber, wo ist der? Komm her und hau wieder rein. Die Waffe dürfen wir nicht benutzen. Zuerst ein Druck von diesem Bot ist irgendwie nicht so gut. Ach, Neymar Juniors kommt auch noch dazu. Alter, was passiert hier? Das ging doch irgendwie. Kleiner Ärgermacher, was willst du denn von mir? Da hinten ist sogar noch einer. Ja, okay, jetzt geht's hier aber richtig rund. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Komm mal kurz raus. Oh, halt sich. Schießt sogar noch irgendeiner auf mich. Da habe ich sogar gut getroffen. Stirb. Okay, haben wir. Boah, die Kombination ist wild. Ich sag euch, wenn ihr euch das ein bisschen einteilt und euch ein bisschen dran gewöhnt, dann geht die voll ab. Aber hier war noch irgendwo einer. No, scan mal ein bisschen die Lage, ey. Mir gefällt das noch nicht. 300 Schuss dabei. Das Kranke bei der DMR ist ja auch einfach, dass diese Waffe hier braucht kein Sniper-Bullet. Könnt ihr ganz normal wie eine AR einfach benutzen. Und trotzdem auf Kopf zockt die über 100 Schaden ab. Gefällt mir unnormal gut. Ansonsten ist die Waffe natürlich komplett Müll. Kauft Medusa irgendwas Geiles? Ah. Gib mal ein paar her. Man kann nur noch 4 mitnehmen. Okay, das ist krank, Mann. Echt? Nein, man kann 6 mitnehmen. Hä? Wird Zeit, dass wir nach Mount Olympus gehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Bunkeranlagen gleich mal auftauchen. Und vor allen Dingen in unserem Gebiet hier. Dann können wir eigentlich so gut wie jede Waffe equippen. Wir sind jetzt gerade Sturmphase 2, sollte also gleich da sein. Mit ein bisschen Glück wird das sogar hier vorne sein. Ich dachte gerade, nehmen wir da nicht auf, ne? Oh mein Gott, Schreckensszenario einfach. Denn der nächste Bunker ist einfach hier, Ladies and Gentlemen. Der macht schon Bewegung, oder? Ja, der wird gleich aufgehen. Geil, geil, geil. 6 Sekunden noch. Sollen wir noch ein bisschen Chimichanga in der Zeit machen? Wir können ja mal gucken, ob hier noch irgendeiner ist. Er wird schon aktiviert. Man hört es. Ich denke mal, jetzt noch so 20 Sekunden, dann ist das Baby offen. Gucken, ob hier irgendeiner drauf geiert. Also testet diese Kombination auf jeden Fall gerne mal. Ihr seid wahrscheinlich sowieso viel besser als ich. Ich glaube, wenn man die Waffe sogar richtig equippt irgendwie, dann kann die voll abgehen. Ist natürlich jetzt auch schallgedämpft und deswegen ein bisschen ungenauer. Was war das Beste, was ich hätte nutzen können? Ist da einer? Nö. Okay, das Ding ist offen. Dann lass mal reingehen. Oh Gott, da vorne ist einer. Willst mal Loot klauen, ne? Ist noch irgendwo einer. Oh mein Gott. Der trifft wieder jeden Schuss. Haben wir? Aber der hat noch ein Teammate dabei. Die Frage ist nur, wo ist der? Was macht denn jetzt hier alles kaputt? Hä? Lol? Auf wen schießt du da? Egal, ich will eine andere Waffe haben. Irgendwas Geiles. Pumpgun schallgedämpft. Okay, nehme ich mit. Gold nehme ich auch auf jeden Fall mit. Wir müssen gleich die Waffen upgraden. Wir sollten hier mal zumachen. Mach keinen Ärger jetzt, Artemis. Bitte, was anderes außer Pumpgun jetzt noch? Oh Gott. Wir nehmen die hier mit. Ja, gut, besser als gar nichts. Keine Sniper bis jetzt. Wir müssen echt noch zu dem anderen Ding hingehen. Das ist ein Sniper. Nein, das ist meine. Aber war schon mal besserer Loot, ne? Egal, Shelly drauf, ab dem Moment Teil der Challenge geworden. So, nochmal kurz equippen, sieht gut aus. Pumpgun, auch Shelly drauf, Mann, das ist so geil, dass das einfach funktioniert. Ich liebe es einfach. So, brauchen wir gar nicht. Oh, da kommen zwei. Da kommen zwei. Ist schon relativ close sogar. Oh Gott, und der Hintermann verrät mich einfach. Dein Ernst?
Von beiden Seiten machen sie wieder Auge. Das wäre doch jetzt richtig wild gekommen, wenn wir die so einfach weggeholt hätten. Egal, dann kommt eben das Ärgernis von oben, mein Freund. Dann können wir es nicht anders ändern. Ja, Taktik war jetzt nicht die beste, ne? Aber es kommt, wie es kommt eben. Sind da hinten noch ein paar Flügel? Wieso hat denn keiner Flügel dabei? Yes, da vorne ist noch ein anderer Tresor. Ich glaube, da gucke ich nochmal kurz. Alter, aber es ist schon geil, oder nicht? Ey, schallgedämpfte Waffe hier. Schallgedämpfte AR auf jeden Fall. Wäre noch einer gewesen. Oh, der Zug kommt. Schallgedämpfte Halbsniper. AR und Pumpgun. Pumpgun finde ich richtig krank einfach. Aber wir müssen sofort da vorne hin. Nicht, dass irgendeiner auf die Idee kommt, mir jetzt Sachen hier zu klauen. Das gehört alles mir hier. Da ist noch einer. Leute, was hast du denn hier? Okay, okay, okay. Also die Pumpgun war schon mal besser, definitiv. Holy moly, das war ja giga schlecht. Probiert das auf jeden Fall gerne mal selber aus. Ich glaube, das ist eine der Challenges, die am allermeisten Spaß machen. Einfach die ganze Runde nur Waffen mit Schalldämpfer benutzen. Und auch keiner zu sein, okay. Kann man das hier eigentlich geil zumachen? Schon, ne? Gib mir jetzt was Geileres. Mach kein Auge. Ach Gott, das fängt schon wieder so an. Gold her. Jetzt aber. Das ist gut, die SMG. Die ist wirklich, glaube ich, gut, oder? Ah, Sniper ist noch besser. Ich hatte schon Angst, wir müssen die SMG spielen. Ich weiß gar nicht, ob die diese Season gut ist. Ich habe einfach hochgepokert, Mann. Oh, da fighten welche. Scope drauf. Und Charlie. Und das Wichtigste von allen natürlich, breiteres Magazin. Gucken wir hier nochmal schnell. Das ist auch ganz, ganz wild, Mann. Viele sagen ja, die AK wäre diese Season brandgefährlich. Wir werden das mal testen, ob das wirklich so ist. Weiteres Magazin, das drauf. Hier geht's voll ab gerade, diesen fünften Gegner. Das ist schon wieder Top 10, Mann. Oha. Okay, okay. Muss mal ganz kurz weg. Der hat mich ja giga heftig getroffen. Das war nicht so gut. Fast tot gewesen einfach. Oh mein Gott, der hat mir irgendwie einen 160er gedrückt. Wenn du mit nichts rechnest, kriegst du auf einmal so einen. Könnt ihr noch wegsnipen, wenn er zu viel Ärger macht. Der geht, glaube ich, gleich auf meinen Bot drauf. 116. Komm schon, Bot. Kill ihn. Ich will da nicht reingehen. Ich glaube, da wartet nur der Tod auf mich. Ohne Spaß. Ist mir zu heftig gerade. Kurz ein bisschen Heilung mitnehmen. Ist sogar noch irgendwo einer. Oh mein Gott. Ich fühle mich hier gar nicht sicher gerade. Ich mag das nicht, Close Quarter. Überhaupt nicht. Und ich glaube, der ist sogar relativ gut mit der Pumpgun gerade gewesen. Von daher, nicht die schlechteste Entscheidung abzuhauen. Ach, wieder fast getroffen. Was hat der denn da? Da schießt echt einer auf den. Oh Gott, der wird so sterben. Ich glaube, er ist schon tot. Ist das Team 44? Charlie, was machst du denn hier? Hä? Was machst du denn hier, Kumpel? Oh Gott, er ist runtergefallen. Pro-Skills. Ich glaube, die waren nicht so vorhanden, die Pro-Skills. Ist er das? Ja. Das ist dein Teammate. Das sieht AK jetzt nicht so gut, ne? Ich sehe den nicht mehr. Soll mal hochkommen. Das wird jetzt ein bisschen tricky werden, die Runde zu gewinnen. Er kommt. Alter, der ist ja komplett fest. Der über mir. Auch schnell bauen. Tschüss, was ist das für eine Fähigkeit? Der Junge setzt er richtig gut ein. Er ist tot, der andere. Ist er auch tot? Oder bist du tot? Nö. Ich will mich weghauen. Alter. Ich habe schon ein bisschen Angst gerade. Wollen wir jetzt da unten ein bisschen abwarten, oder was? Komm ein bisschen nach vorne. Dann können wir miteinander reden. Ich treffe gar nicht. Ich sehe gar nicht. Oh mein Gott, hab ich ihn weggeholt. Ich hab ihn so zerstört. Oh mein Gott, Charlie, Alter. Ich war eigentlich schon tot. Er hatte mich. Er hat mir so viel abgezogen. Und dann fliegt er weg. Warum macht er das?
Egal, Mann, danke für die Sachen. Du bist halt der Größte. Junge, wie konnte ich das doch gewinnen? So schlecht eigentlich. So, wir lassen alles liegen. Bis auf seine AR, die werden wir, glaube ich, mitnehmen, weil die equippen wir nochmal ganz, ganz schnell. So, jetzt sind wir selber schnell unterwegs. Es sind noch 6 Gegner am Leben. Die Runde ist ein bisschen länger als gedacht. Aber das ist ja schon vollkommen fein. Ich mag das einfach. Endfights sind sowieso die geilsten Fights. Das ist alles von mir. Muss man seins wegmachen. Aber wir haben sehr wenig Zeit gerade nur noch. Medikit, danke. Er hat die mythische, ich bin lost. Nein, oh mein Gott, ich hatte eine goldene gehabt. Okay, das ist jetzt richtig dumm. Bis jetzt erst gesehen. Dann nehmen wir die hier wieder mit. Oh Gott. Wir dürfen die mythische ja gar nicht mitnehmen. Ja, gut. Das hat sich jetzt nicht gelohnt. Wahrscheinlich jagt da sogar noch ein Biggie rum und ich habe den auch nicht gefunden. Und da vorne fighten welche. Direkt vor mir. Ich muss weiter. Die Zone macht mich fertig. Der da hinten macht auch noch Auge. Boah, das ist jetzt richtig eklig. Guck mal, 5er-Ticks einfach. Versuch abzuhauen. Das sind jetzt auch die letzten Gegner. Ja, guck mal, der will mich komplett haben. Triffst aber nicht, Junge. Die machen auch mega Auge. Okay, er trifft. Ich hab viel zu wenig HP gerade, um Auge zu machen. Was willst du denn hier? Ich sterbe jetzt nicht von Son Goku, Mann. Okay, ich will die gar nicht killen. Es sind 2 auf einmal. Wenn ich die jetzt kille, gehen die anderen beiden auf mich drauf. Was ist das denn hier? Ich brauche ganz schnell Energie. Noch einer tot. Ja, okay, die sind alle tot. Das sind die letzten beiden jetzt. Genau das habe ich mir schon gedacht, ey. Das ist jetzt nicht gut. Mal, hier vorne gibt es auch noch Heilung. Wir sind gerettet. Oh mein Gott, wir sind gerettet. Gerettet, Lieber SpongeBob einfach. Ich schätze mal, die beiden Sniper-Typen werden die letzten sein, die jetzt noch übrig sind. Die werden die anderen einfach weggeholt haben. Hätte ich jetzt vielleicht auch schaffen können. Ich glaube, es sind sogar Bots gewesen. Aber ich will lieber die Runde gewinnen. Ah, ich muss weg. Die Zone macht zu viel Auge gerade. Da hinten ist sogar ein Ausrufezeichen-Automat. Er wird so sterben. Okay, hau rein. Unterschätzt die Zone nicht, Mann. Die kann ein böser Gegner am Ende werden. Sniped auf mich. Guck dir das an, bitte. Falls ihr die Automaten-Challenge mal haben wollt, können wir gerne auch machen. Gerade die mit Ausrufezeichen. Aber es ist sehr selten, dass man diese Dinger bekommt. Ich glaube, die gibt es nur einmal irgendwie in der Runde. Und ich habe einen kleinen Vorteil auf jeden Fall. Endlich mal. Der wird gleich rauskommen müssen. Wir warten hier einfach. Eure Zeit, Leute, ein Like und ein Abo dazulassen. Creator Code Wannabe gerne im Itemshop benutzen. Komplett kostenlos, unterstützt mich. Let's go, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Selbst das Victory Royale am Ende ist leise unterwegs. Willkommen zur ultimativen Challenge heute. Denn wir werden versuchen, nur mit dem Blitzen von Zeus eine Runde zu gewinnen. Gentlemen, willkommen zu einem völlig verrückten Fortnite-Video. Wir werden heute nur die Zeus-Fähigkeit benutzen und damit versuchen, den epischen Sieg zu holen. Was ich übrigens gerade schon geschafft habe. Aber ich habe wieder eine sehr witzige Story, warum ich der größte Bummi einfach bin. Und zwar wisst ihr, in der Vergangenheit habe ich Videos aufgenommen und vergessen, den Record-Button zu drücken. Okay, habe ich diesmal geschafft. Ich habe es aber diesmal wirklich geschafft, das Video komplett Fullscreen aufzunehmen. Das heißt, ihr seht kein Gameplay, nur den Sound und meine Stimme und das ganze Gesicht hier. Es ist so bitter einfach, ne? Wie kann man so lost einfach sein? Ist aber auch egal, ich habe sehr viel dadurch auf jeden Fall gelernt. Wir hatten eben 13 Kills, epischer Sieg und alles. Und ich bin sicher, wir werden das Ganze jetzt wiederholen können. Denn hier in diesem Gebiet gibt es unter anderem schon 4 Götter-Chests. Eine davon ist hier vorne auf jeden Fall. Das heißt aber nicht zwingend, dass die Blitze drin sein müssen. Ich hoffe es jetzt aber mal. Zeus, Alter, ich brauche deine Hilfe, Mann. Okay, fängt schon mal gut an. Sehr, sehr gut. Was wir auf jeden Fall auch brauchen werden, sind die Flügel. Weil wenn es ein bisschen eklig wird, sollte ich abhauen. Und ich habe auch gelernt, dass ich in engen Gassen auf jeden Fall nicht gegen Leute kämpfen sollte. Zumindest mit der Blitzfähigkeit nicht. Weil die haben meistens Pumpguns dabei. Und das geht dann nicht so gut aus, Mann. Ist irgendwo einer, oder? Hä? Da ist auch einer tot. Was hast du getan, Alter?
Verbeuge dich. Oh, er ist schon tot. Komm, da hinten. Kill. Ich werde es irgendwann schaffen. Da kommt irgendeiner hoch. Wer bist du denn? Ey, du Unwürdiger. Hallo, ich bin's. Zeus. Hallo. Knie nieder. Ich lass dich leben. Lass mich in Ruhe, bitte. Ich bin gerade wach geworden, ja. Es sind gerade irgendwie ein bisschen viele Leute hier. Oh, der hat sogar eine Waffe dabei. Ich kill einfach beide auf einmal. Komm schon. Und jetzt. Boom. Das war ein Triple Kill sogar, mehr oder weniger. Weil der andere auch gestorben ist. Also Feststellung Nummer 1, diese Waffe ist komplett overpowered. Ich glaube, die wird auf jeden Fall genervt werden. Wie gesagt, hier gibt es 4 verschiedene Kisten. Und ich kenne alle Orte auf jeden Fall. Das hier ist die nächste. Ist kein Problem. Weil das werden wir auf jeden Fall auch gebrauchen können. Gegner sterben in letzter Zeit irgendwie wie die Fliegen. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Irgendwo muss hier auch eine Götterchest sein. Die ist bestimmt wirklich ganz oben, oder? Ich habe ja auch so eine Seite, die mir ein bisschen hilft. Da sind alle Kisten angezeigt. Oh Gott, da hinten wird der Blitz eingesetzt. Vielleicht sollte ich rübergehen, aber ein Versuch ist halt kein Versuch, ne? Was ist denn diese Kiste? Hä? Verstehe ich nicht. Ich glaube, Papa Zeus muss mir gerade helfen. Dann gehen wir da rüber. Oh, wie schön das hier aussieht, Mann. Sagt mal ganz ehrlich, was geht hier ab? Ich will euch gleich unbedingt auch etwas zeigen. Das wissen ganz, ganz wenige Leute übrigens nur. Man sieht das auch nicht immer, aber immer öfter. Oh, nur ganz kleines bisschen Hilfe. Ich nix Deutschland so, bitte. Zeus. Let's go. Das wollte ich haben. So, jetzt gehen wir nach unten und machen Chimichanga. Hat einer auf mich geschossen gerade? Ah, jetzt ist wieder keiner gewesen, ne? Also ich sag euch ehrlich, solange wir in diesem Gebiet hier sind oder in dem Gebiet, haben wir gar keine Probleme. Aber ihr seht schon, das ist nicht mehr drin. Das ist gleich nicht mehr wirklich drin. Es wird sehr, sehr schwierig werden. Weil wir einfach unglaublich viele Blitze einsetzen werden, um Gegner zu killen. Und ihr habt es ja gerade schon gesehen. Nicht jeder Einsatz führt dazu, dass halt auch die Leute down gehen. Ach, die wollen den Ares besiegen. Das ist ja süß, Mann. Aber ich sag dir ehrlich, Ares ist auch gar nicht das Problem. Ich bin das Problem und ich bin unvermeidlich. Das ist der erste und das ist der zweite. Wie klappt? Lol, er hat Ares gekillt gehabt und ich kill ihn einfach. Der arme Mann. Das hast du davon. Schade, dass wir die Sachen hier nicht einsetzen dürfen, aber ist auch kein Problem. Dafür haben wir 3 Blitze hier am Start. Das packen wir so, so, so. Ist eigentlich voll unnötig, ne? Wir haben jetzt ein Medaillon dabei, was wir, glaube ich, gar nicht gebrauchen können. Oh, der meinte, das zockt auch ein bisschen mehr ab. Ist der Zeus-Blitz eine Fernkampfwaffe? Was soll diese Musik hier gerade? Nächster Ort, Freunde. Wir werden jetzt zusammen herausfinden, ob ihr mein letztes Video gesehen habt. Da habe ich über alle Geheimnisse und Sünden dieser Fortnite-Season gesprochen. Unter anderem, wo ihr auch geheime Götter-Chests finden könnt. Und ich sage euch ganz ehrlich, in den letzten 5 Runden sind 3 Runden gewesen, wo die Kiste wirklich nicht da gewesen ist. Aber jetzt, wenn ich es zeige, ist sie eh da, oder? Ja gut, das Video hat eh keiner gesehen. Ja moin, guck dir das an, die Kiste ist wirklich vorhanden. Wir können mal tauschen, ne? Ich habe sehr gute Sachen dabei. Mit ein bisschen Glück könnten wir hier vorne auch noch irgendwas finden. Boah, da sind sogar Gegner auf dem Motorrad unterwegs. Besser kann es doch gar nicht mehr werden. Wenn ich beide mit dem Blitzdings weghaue, dann ist vorbei. Wir gehen einfach nach hier oben. Guck dir das an. Wir warten hier einfach. Hey Freunde, ich habe eine kleine Überraschung für euch. Guck mal, das für euch. Und... Boah, er lebt noch. Was? Okay, ich habe ein bisschen Angst gerade. Was? Wie kann der doch leben? Egal, dann stirbt erstmal der hier. Oh, oh. Er stirbt irgendwie auch nicht. Nein, was mache ich gerade? Da kommt der nächste Haro. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Aber es ist mehr Angst vor mir selber. Ey, die haben gar keinen Respekt. Guck dir das mal an. Jetzt chillt hier einfach noch. Man hat es kurz gesehen. Ey, Leute, Slow-Mo einblenden bitte. Ganz, ganz wichtig. Und zwar, man sieht einfach das Skelett der Gegner. Das ist so giga geisteskrank, was Fortnite für Details hier am Start hat. Den lassen wir nicht vom Haken, oder? Letzte und... Stirb, Alter. Ey, der lebt immer noch. Hallo. Ich will ihn verfolgen. Das ist gar nicht gut. Ihr seht ja, ich habe fast alles verballert hier. Ist er hier drin irgendwo? Ist er hier rausgegangen? Hier müsste es auch noch eine Götter-Chest geben, aber kann sein, dass sie gelootet ist von denen. Sie ist stark auf stark. Ich habe nur noch 2 Versuche. Ich muss jetzt sterben. Ja, okay, 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 das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Pumpgun, ich sage, ist gar nicht so geil, Mann. Weißt du, dass ich nur diese Challenge hier mache? Oh, der will wieder abhauen. Stirb. Du willst hier nicht abhauen. Sorry, Bro. Irgendwann kill ich damit irgendwie einen. Aber nicht in dieser Runde. Der war brandgefährlich. Pumpgun, nix gut für mich, ey. Was noch viel schlimmer ist, ich habe nur noch einen einzigen Blitz am Start.
Ich hoffe, der Typ da oben hatte noch ein bisschen was. Oh, das ist alles nicht mehr in der Zone jetzt. Puh, das wird gigaschwierig, Leute. Ich hab's doch gesagt, Mann. Ist er bis hier hingerobbt? Junge, du hast ja gar nichts dabei. Willst du mich fertig machen, oder was? Irgendeiner hat, glaube ich, sogar den Zeus noch fertig gemacht. Das gibt's ja gar nicht. Wie weit geht denn das hier noch? Oh Gott, im ganzen Gebiet ist nichts drin. Naja, egal. Wir haben auch einen einzigen Blitz übrig. Hinter uns hat irgendeiner die Zeus-Fähigkeit. Und wir gehen jetzt ins Reich der Schatten, Freunde. Ich glaube, ich werde das nicht schaffen, oder? Mit einem Schuss noch jemanden zu killen. Danach habe ich keine Waffe mehr. Der kommt ja wie gerufen, Mann. Danke, Alter. Danke für die Sachen. Du Lebensretter, du. Ich glaube, Muskelkater hat den ausgeknipst. Aber ich weiß nicht genau. Das sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Ach, ich kann nicht tauschen während der Runde. Ja, moin. So, dann müssen wir die Karte mal ein bisschen erweitern. Ich glaube, irgendwo bei Grimgate müssen wir hin. Das sind 600 Meter. Habe ich auch noch nicht gehabt. Bin mal gespannt drauf, wie gut die Zeus-Fähigkeit gleich gegen Medaillon-Träger ist. Ihr wisst ja selber, es sind meistens ziemlich gute Gegner. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich muss jetzt mal ein bisschen Auto benutzen. Ob Zeus damals auch schon Auto gefahren ist? Eher nicht, oder? Das war so eine gute Runde bis jetzt. Wie gesagt, ich hatte eben 13 Kills einfach. Jetzt haben wir schon 7. Es könnten sogar mehr werden. Gibt's hier eigentlich irgendwas? Nö. Gott. Ich kann nicht richtig Auto fahren. Einer der Gründe, warum ich glaube, dass das demnächst einfach komplett rausgepatcht wird. Wenn ihr hier durchschießt, kriegen die Leute trotzdem Schaden. Ich konnte mir das selber nicht erklären. Das ist so geisteskrank, Mann. Du kannst dagegen bauen, aber es hilft dir einfach nicht. Mit ein bisschen Pech bist du sofort tot. Ich glaube, das klappt nicht jedes Mal, aber immer öfter auf jeden Fall. Wer bist du denn, Alter? Willst du hier Ärger machen oder was? Jetzt. Nein, 360. Wieso Blitz und donnert denn heute so? Ja, komisch, Mann. Wer ist denn dafür verantwortlich? Hast du zufällig Fähigkeiten dabei gehabt? Nein, der hatte gar nichts. Ich glaube, der wusste nicht mal, dass wir in der neuen Fortnite-Season sind. Ich weiß nicht, was jetzt früher passiert. Entweder, dass die Haare mir im Gesicht hängen oder ich keine Blitze mehr habe. Wie viele sind hier? Was sind das für Bummis, Alter? Segne das zeitliche, Alter. Du kannst gegenbauen, wird dir eh nichts bringen. Aber er lebt noch. Oh. Sorry, Mann. Ich wollte ja gar nichts tun. Können wir doch über alles reden, oder? Der ist jetzt One-Shot, ne? Der muss mal kurz sterben. In den Busch. Das wird dir auch nichts helfen. Ja, bau ruhig. Brand new, Mann. Da war so einiges new. Ich hau mal ab, Mann. Das bringt hier überhaupt nichts. Ich glaube, das sind sowieso alles nur Bots gewesen. Vielleicht auch nicht. Da ist auch noch irgendwo einer. Boah, das ist gar nicht gut. Wir haben keine Fähigkeiten. Möglicherweise sind da unten welche. Oha, das sind wirklich welche. Und Flowberry Riss, Mann. Was ist das denn hier? Hast du dein Gebiet markiert oder was? Soll ich jetzt die Kills machen oder lieber abhauen? Ich sag euch ehrlich, ich bin ein bisschen greedy, ey. Da vorne ist noch einer. Er hüpft und hüpft und hüpft. Aber gleich nicht mehr. Nein, nicht der Baum im Weg. Stirb einfach. Ich sehe dich nicht. Das ist so dumm, ne? Hinten kommt sein Teammate. Er ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Gott, die Zone ist auch schon gespawnt. Ich meine, die Insel. Tot. Aber wo ist der andere? Ich habe ihn einfach getroffen. Er hat sogar Bot dabei. Ich habe ihn komplett erwischt. Hat der irgendwas? Ich glaube nicht. Ich muss abhauen. Das bringt gerade nichts. Der geht sogar auf mich drauf. Wir müssen dringend in dieses Gebiet hier nochmal auftanken. Ansonsten hat sich das ganz, ganz schnell erledigt. Lasst euch mal nicht blenden von den 12 Kills, die wir hier haben. Wir müssen unbedingt in dieses Gebiet hier rein. Götterchest finden. Das Blöde ist halt, ich bin hier noch gar nicht gewesen. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wo die ganzen Kisten hier sind. Hey Bobby, ich bin wieder zurück. Ich brauche mal deine Hilfe. Ja, epische Kisten helfen, glaube ich, nicht. Ich brauche ganz dringend ein paar Blitze. Also hier in dem Bereich sollten Minimum 4 Kisten sein. Ich glaube, hier ist sogar irgendwo einer. Oh Gott, da ist sogar einer. Du willst es aber auch wissen, ne? Meine letzten Blitze hier, die sind alle für dich, mein Freund. Oh, es geht nicht durch. Ich bin verloren. Ich bin komplett verloren. Da ist er doch, der Bobby. Bobby, du musst mir jetzt mal helfen, Alter. Ich brauche ganz dringend diese Götterchests. Ich habe keine Ahnung, wo die hier sein sollen. Hier oben könnte irgendwo eine sein. Hoffentlich wurden die noch nicht gelootet. Und wenn doch, dann lass die Sachen wenigstens liegen auf korrekt.
3 haben wir. Wenn wir 9 Stück haben, sind wir wieder good to go. Ansonsten, ich mache gar nichts in der Zwischenzeit. Ist einer. Okay, ich habe dich gehört. Ich will die doch angreifen wahrscheinlich. Sorry, Bro. Aber ich muss dich doch killen. Love ist in die Air, Alter. Boah, irgendwann wird der so durchschallern. Ich weiß es ganz genau. Top 10 haben wir erreicht und wir haben gerade mal noch 2 Shots. Das wird richtig schwer werden. Ich glaube, ich werde die Spitzhacke einsetzen müssen, wenn das so weitergeht. Boah, geisteskrank. Guck mal, da vorne sind auch noch welche. Let's go. Ich habe Blitze gefunden. Puh, das ist gut, ey. Darauf. Erstmal eine Runde Flowberry Riss, Freunde. Wir drehen einmal kurz. Garten auf. Und wir sind wieder am Start. Solange ich in dem Gebiet bin, kann ich auf jeden Fall noch weitere Blitze finden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass 5 Stück schon ausreichen. Muss ja nicht den Hitman spielen, oder? Oh Gott, da vorne ist aber einer. Was soll ich machen, Mann? Die Gier nach Kills treibt mich auf jeden Fall das Gebiet. Ach, weißt du was? Was will der Typ überhaupt? Komm her, ich will einen Weltrekord aufstellen. Die meisten Kills damit. Bau dich hoch oder runter. Und verdammt, Mann. Er ist abgehauen wegen dem Teleport. Aber den schnappen wir uns trotzdem gleich in der Zone. Ein Blitz habe ich für dich noch reserviert. Da ist sogar noch einer. Aber das ist der nicht, oder? Nein, das ist ein Bot. Das ist Muskelkater. Der hat mir doch gerade das Leben gerettet. Da vorne ist er. Zeit, dass du stirbst, mein Freund. Einmal, zweimal und er baut dich zu. Komm, stirb jetzt. Ach, er hat's überlebt. Er leidet so hardcore. In 3 Sekunden wirst du sehen, was du davon hast. Da hilft dir doch das hier nicht mehr. Ey, der haut echt ab. Ich dreh hier durch, Mann. Du Ekliger, du machst mir gerade alles kaputt. Dann kriegst du jetzt nochmal 3 Versuche gleich. Ich bin Zeus, Alter. Du weißt doch, was das heißt, oder nicht? Ah, der könnte jetzt dadurch abhauen. Ey, der wird nicht mehr abhauen. Silvio, das ist für dich, mein Freund. Ich will, dass du drauf gehst. Ich weiß zwar nicht, ob du die Sachen dabei hast, die ich brauche, aber ich muss es trotzdem kurz ausknipsen. Jo, du hast welche. Sehr nice. Dann können wir den komischen hier auch noch killen. Ich glaube, der hat schon aufgegeben innerlich. Ey, wie geil das bitte aussieht. Ich weiß jedes Mal das Skelett. Wollt der sich gerade mit Flowberry Riss heilen? Das ist meine Aufgabe, mein Freund, du alter Rissler hier. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Bleib mal stehen. Hallo, ich will nur mit dir reden. Okay, ich bin irgendwie echt ein bisschen lost. Der hatte kein Flowberry dabei. Was habe ich denn dann gesehen? Ich glaube, ich sollte ein bisschen Fortnite stehen lassen. Oh, da baut sich einer ein. 3 Versuche haben wir noch. Hier auf den nächsten drauf ist mir egal, Mann. All in. Alter, wie das aussieht. Warum lebt der noch? Wie viel HP hast du bitte? Könnt ihn eigentlich spitzhacken, oder? Hey, haut ab. Bleiben Sie stehen. Sie sind verhaftet. Hier ist die Zeus-Polizei. Oha, wie viel HP? Ich dachte, der hätte nur noch 20 gehabt. Egal, ich spiele die Blitze. Hau rein. Gib mir die Heilung. Boah, es wird das Leben am Limit werden. Es leben nur noch 4 Leute. Wir haben nur noch 2 Blitze. Ich muss irgendwo in dem Gebiet von Hades jetzt diese Giga-Chests finden. Muss ich noch ein bisschen aufladen. Da vorne ist sogar noch einer. Hoffentlich sieht er mich jetzt nicht. Da ist noch einer. Komm schon, mit Blitzen gewinnen wir das Ganze. Wenn wir keine finden, verlieren wir das Ganze. Zeus, ich brauche jetzt deine Hilfe, Mann. Jetzt bist du dran. Ich habe echt gedacht, der macht jetzt den 31er. Aber wir haben Zuspruch. Aus dem Himmel. Du Unwürdiger, geh drauf. Da schießt einer auf den. Von wo? Ich lasse dich liegen einfach. Ich lasse dich einfach liegen. Finishen ist nicht drin, Mann. Er schießt auf mich. Okay, sind jetzt nicht die besten Gegner gerade. Gucken, was die letzten beiden drauf haben. Das ist doch geisteskrank, was hier gerade abgeht. So viele Blitze sind in dieser Runde verschossen worden. Und so viele Fehlversuche auch. Wir gehen nochmal nach oben. Mit ein bisschen Glück finden wir sogar noch mehr. Junge, was passiert hier gerade? Das ist doch geisteskrank. Ja, wir tauschen die Wings nochmal kurz. Wir machen uns nochmal komplett voll. Ich sag mal so, Irre würden jetzt hingehen, würden Hades herausfordern. Aber ich mach's nicht. Ich kann ihn ja trotzdem aktivieren. Gegen Ende einfach den Boss nochmal aktiviert. Was? Komm noch her, Hades. Oh, die letzten beiden Gegner, glaube ich. Ja, wenn der von Hades gekillt wird, das wäre ja sowas von ulkig. Ach, das sind die Bot-Leute. Okay, verstehe. Wir haben den Bot rekrutiert. Der eine scheint aber nicht ganz so gut zu sein. Der hat schon aufgegeben. Hey, der gehörte gar nicht zu dem. Okay. Macht das Ganze spannend. Es ist ein 2 gegen 1.
Ladies and Gentlemen, das ist der Moment, den ihr alle haben wolltet. Werden wir das Ganze jetzt gewinnen? Oder nicht? Was ist das denn für eine Fähigkeit? Ich habe Teleport kombiniert einfach. Das ist Peter Griffin. Ich konnte mich teleporten und dann einfach die Sachen einsetzen. Alter. Komm schon, wir gewinnen das Ganze jetzt. 3, 2, 1 und... Oh nein, er lebt noch. Oh, nicht gut. Ein bisschen zu früh vielleicht. Gut ist, der wehrt sich einfach nicht. Der hat schon ein bisschen mit seinem Leben abgeschlossen. Ich glaube, der weiß gar nicht, was abgeht. Der sieht hier überhaupt nicht durch. Oh Gott, was mache ich hier gerade? Leute, was schießt der denn da? Komm schon, jetzt aber. Und let's go. Wir haben es geschafft, Freunde. Mit der Giga-Challenge einfach. Alter, was passiert hier gerade? Zweiter Versuch, einfach noch kranker als der erste Versuch. Leute, der chillt hier einfach. Wir gucken nochmal kurz nach. Wir haben eine Zielgenauigkeit einfach von 0. Das ist doch geisteskrank. Fortnite hat wahrscheinlich zur neuen Season mal wieder einen riesengroßen Fehler gemacht. Und zwar sind die Sniper-Gewehre ja immer noch im Spiel drin. Und sie sind einfach noch overpowerter als ohnehin schon. Wir werden heute auf jeden Fall mal nur mit den Sniper-Gewehren spielen. Und versuchen damit easy peasy den epischen Sieg zu holen. Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen verrückten Fortnite-Video. Ja, was denn auch sonst, ne? Die neue Season ist gestartet. Fortnite hat sehr viele Dinge rausgebracht. Wir gehen voll die komischen Dinge ab draußen. Ich sag's euch mal wieder. Die sind komplett am Durchdrehen. Ich muss halt gucken, ob ich gleich einen Clip oder so aufnehme. Ich dreh hier durch, Mann. Ich werde hier irre, Leute. Ich will doch nur Fortnite spielen. Wir werden heute auf jeden Fall mal nur mit den Sniper-Gewehren spielen. Ich glaube, ich komme genau zu der richtigen Zeit. Kann es sein? Das Problem ist halt nur... Oh mein Gott, ist da eine? Auf jeden Fall gibt es zwei Möglichkeiten, an die Sniper-Gewehre diese Season anzukommen. Eigentlich gibt es sogar drei Möglichkeiten. Oh mein Gott, was mache ich hier? Und zwar einmal durch Glück. Dann gibt es eine Möglichkeit, dass man einfach hier runter geht. Und zwar ist hier ein Fortnite-Boss, der Sniper-Gewehre verkauft. Und die dritte aller Möglichkeiten... Ihr müsst einfach Ares besiegen. Was nämlich viele Leute gar nicht wissen, der Typ hat nicht nur eine Waffe, nicht nur zwei, der hat einfach drei Waffen am Start. Das wird aber schwierig werden. Nur 9 Schuss am Start und ihr fight noch welche. Kurt und... In Not, Alter. Sniper-Profi ist wieder back on track, Mann. Als wäre er niemals weg gewesen. Ja gut, war ich eigentlich auch nicht, ne? Ich meine, die Sniper-Gewehre sind ja nicht rausgenommen worden. Ich bin jetzt ein bisschen abgelenkt, was da draußen so abgeht. Okay, wir treffen wieder gar nichts mehr. Wie soll ich euch denn ausknipsen? Oh mein Gott, du Ekliger da hinten. Es wird gar nicht so einfach werden, glaube ich. Meine Sitzposition hat sich irgendwie auch zum Negativen verändert. Ich sollte am besten gar nicht mehr aufstehen. Jetzt sind noch ein paar Sniper-Bullets. Ansonsten wird es schwierig werden. Was passiert mit Fortnite, bitte? Du musst aussterben. Tut mir leid, Mann. Also eigentlich tut es mir gar nicht leid. Okay, wir cheaten mal kurz. Das sind ja eh keine richtigen Gegner. Es geht nicht anders. Wir müssen mal kurz diese Bots hier ausschalten. Boah, der eine ist sogar direkt unsichtbar gewesen. Spinnst du, Junge? Darfst du keine Hex hier einsetzen? Ich würde sagen, normale Gegner machen wir nur mit Sniper-Gewehren weg. Was mit Bots ist, ist jetzt erstmal für den Anfang egal. Wir müssen... Oh mein Gott. Ich wurde angesniped von irgendwo. Was normale Spiele angeht, auf jeden Fall werden wir nur mit Sniper-Gewehren spielen. Wir halten uns an den Plan. Ich glaube, er kommt, oder? Der Big Baba Bubu Man. Er ist gelandet. Ich sag euch ehrlich, die Pupsbacke kann überhaupt nichts. Dem, er wäre auch geil zu spielen, ne? Komm her. Oh Gott, mach mir das Leben schwer. Zone macht ja auch schon Auge. Kannst du bitte einfach sterben? Ich hasse dich einfach. Junge, was triffst du denn so gut? Echt, ich lass raus einfach. Ich bin tot, Mann, wenn das so weitergeht. Einzig gut ist, dass der auch stirbt. Ich habe irgendwie gedacht, dass das alles ein bisschen einfacher hier ist. Warte jetzt einfach, bis der so stirbt. Haha. Da guckst du blöd. Du kriegst mich nie, du Lusche. Oh, ich muss nachladen. So, stirb. Hau rein. Wir nehmen die Pumpe mit. Komm doch. Du kannst wirklich gar nichts, Alter. Du bist vom Tellerwäscher zum Gott und wieder komplett zurück, habe ich so das Gefühl. Ich muss mal dringend stärker gemacht werden. So, hau rein. Und ihr seht es schon, Freunde. Er hat einfach ein Sniper-Gewehr dabei. Let's go. Und genau das werden wir auch brauchen. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Hallo, ich will alles mitnehmen hier. Und zwar wird unsere Waffe jetzt einfach noch stärker werden, dadurch, dass wir sein Medaillon dabei haben. Ich werde das gleich nochmal auf den Boden legen. Da können wir uns das nochmal durchlesen. Das Gute ist, es funktioniert halt bei den ganzen Fernkampfwaffen. Und was haben wir natürlich? Eine Fernkampfwaffe. No shit. So, ich will jetzt mal ein paar Kills machen. Hallo, ich will hier weg. Was ist das für eine komische Runde, bitte? Ich bin hier gefangen gehalten worden von Ares einfach. Genauso wie der gute Midas. Ich hoffe, dass er bald wieder zurückkehren wird. Der von Hades auf jeden Fall gefangen gehalten wird. So, wir haben jetzt insgesamt 5 Schuss dabei. Ich hoffe, dass wenn ich einen Schuss abgebe, der Schuss bei der anderen Waffe nicht weniger wird, weil sonst haben wir echt ein Problem. Da ist noch einer aktiv. Das ist doch perfekt, Mann. Mit der Zeugfähigkeit vor allen Dingen. Setz sie doch nochmal ein, Junge. Komm, setz sie gegen mich ein. Mach doch. Trau dich doch. Da glaube ich 2, oder? Wenn der die einsetzt, ist der sowas von tot. Meine Waffe ist unbesiegbar gegen seine. Ah, ist da hinten.
Lauf nur. Ich werde dich kriegen, Charlie Banani, Mann. Letzte Season bist du noch weg gewesen und in dieser Season gibt's einfach mal wieder direkt Kasala hier. Wo will er hin? Hat er ein dunkles Geheimnis oder was? Was ist dein Geheimnis? So, ich schieße hier einfach weg. Mit der Angst hat. Der arme Mann. Du hast ein bisschen Munition wahrscheinlich für mich, ne? Ich werde die leider brauchen. Sorry. Ich brauche deine Munition, Kumpel. Das tut mir jetzt wirklich leid. Weißt du, wenn ich wo dein Teammate ist? Aber er kann dich ja vielleicht wiederholen. Sag mir bitte, dass du Munition dabei hast. Er hat keine. Oh mein Gott, ich bin verloren. 3 Schuss nur noch. Ich habe echt gedacht, dass die Snipergewehre noch ein bisschen häufiger vorkommen würden. Okay, wir können fliegen. Der Typ noch drin? Let's go. Wir könnten theoretisch da hinfahren und uns noch ein paar Snipergewehre kaufen. Ich weiß gar nicht, welche Rarität die haben. Kann wahrscheinlich von Gold bis Blau reichen. Ich glaube, weiter drunter gibt es die auf jeden Fall nicht. Aber ihr seht auf jeden Fall schon, Snipergewehre sind immer noch Big Baba Bubu overpowered. Holen Sie jetzt einfach den Bot jetzt hier. Was verkaufst du denn eigentlich, Muskelkater? Pumpgun? Gar keinen Bock drauf. Eine ganz, ganz wichtige Frage übrigens, Freunde. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein, wie ihr die aktuelle Fortnite-Season findet. Ist die besser als die letzte oder habt ihr eigentlich gar keinen Bock mehr? Momentan so ein bisschen das Gefühl, dass viele Leute gar keinen Bock haben, dieses Spiel zu spielen. Möglicherweise, weil es einfach nicht so geil ist. Lol, wie weit ich da oben komme. Wie geil ist das denn bitte? Ist irgendeiner mit Medaillon? Der ist sogar in der Luft. An sich sehr, sehr einfach zu snipen. Aber ihr seht ja selber, ich habe nur 3 Schuss dabei. Gott, da hätten wir sogar noch einen Tresor. Oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Hat sogar einer den Loot Drop noch aktiviert. Gehen wir jetzt zu dem Bot oder nicht? Ah, schwierig. Sind 600 Meter. Ich habe kein Auto. Da vorne ist doch noch ein Airdrop-Bot. Kann man hier nicht ein Auto holen? Oder ist sogar einer? Haben wir? Auto rufen. Keine so schlechte Idee. Kann ich mit dem Blitzen das Ding runterholen? Was funktioniert einfach? Geil, Mann. Muskelkater, gib mir Rückendeckung. Ich brauche die jetzt. Vielleicht ist ein Sniper drin. Okay, ist keine drin. Dann können wir auch direkt abhauen. Wir müssen echt noch ein paar kaufen. Ich habe so viel Gold diesmal dabei. Das ist geisteskrank. Ich weiß nicht, was mit mir abgeht. Ich hatte 5000 Gold über mehrere Runden einfach. So, schnell nach vorne. Muskelkater, der kämpft gerade noch ein bisschen. Wir müssen mal hier ein bisschen aufräumen. Oh, ich hoffe, der Bot lebt noch. Hier sind auch voll viele Leute gestorben. Das könnte sogar gut sein. Vielleicht ein bisschen Munition umsonst. Goldene Sniper wäre auch big. Hat hier irgendeine Munition? Oh, noch eine Sniper. Geil, Mann. Ich sag doch, man findet die eigentlich schon noch ziemlich häufig. So, kurz Jules besuchen. Hast du noch irgendwas dabei? Auch nur Pumpgun. Das ist doch nichts Halbes und nichts Ganzes, Mann. Oh, ich glaube, ich spinne, Mann. Jetzt auch noch die Spülmaschine gerade fertig geworden. Komm, pieps doch nochmal. Das habe ich die ganze Zeit gehört. Ich kann jetzt nicht, Mann. Dann piep einfach weiter. Ist der Boss noch am Leben? Hier vorne ist noch ein Lami-Bär. Das ist auch sehr geil. Ein bisschen Muni her, Mann. Du alter Gauner. Hä? Hat er keine mehr? Okay, relativ wenig. Irgendwo hier vorne müsste das sein, aber ich glaube, der Bot könnte auch schon tot sein. Ich glaube, der hat das Zeitliche gesegnet. Da hängt sogar ein Auto dazwischen. Ich habe mich hier irgendwo im Wald verlaufen. Ich wollte doch eine 20er-Bomb schaffen. Ein bisschen Glück finden wir auch noch einen Sniper. Oder vielleicht ein bisschen Healing. Medikit ist schon mal nice. Keine Sniper. Auch keine Sniper. Sind ja giga selten. Aber wir müssen sowieso hier rein. Ich muss die Waffen noch einmal upgraden. Leben auch nicht mehr so viele. Das ist so eine komische Runde einfach. So, und zwar Magazin ganz, ganz wichtig. Das müssen wir upgraden bei allen einfach. So und so. Ich würde sagen, die machen wir alle schallgedämpft. Aber wir machen nicht überall dasselbe Scope drauf. Ich nutze hier mal das neue Scope. Ach Gott, Muskelkater ist tot. Du Dummkopf, Alter, was machst du mit mir? Das können wir drauf lassen. Dance einfach. Hohle Birne, Mann. Schnell in die Zone fliegen. Möglicherweise muss ich gleich kurz weg die Spielmaschine einmal aufmachen. Die piept wie blöde einfach gerade. Boah, die schnappen wir uns jetzt. Ja, Medaillon dabei. Die schnappen wir uns jetzt. Ich meine, ich habe auch eins am Start. Stimmt, ich wollte das ja nochmal gezeigt haben. Hier steht's einfach, wenn es denn stehen bleibt. Wir haben einfach Aspekt des Krieges dabei. Oder des Kriegers. Hallo, bleib mal stehen. So, wir haben Aspekt des Kampfes dabei. Kannst du mal stehen bleiben? Bereite dich auf den Krieg vor. Verbessert Fernkampfwaffen durch erhöhten Schaden. Deine Position wird auf der Karte angezeigt. Und natürlich, wir haben nur Fernkampfwaffen. Demzufolge haben wir einfach einen Big Baba Bubu Vorteil. Boah, was piept dir denn die ganze Zeit? Ich werde so irre, Mann. Wie kannst du denn so in Ruhe Fortnite aufnehmen? Das geht doch gar nicht mehr. Draußen nur irre. Hier drin nur irre. Ich bin irre. Du bist irre. RCS ist irre. Sind doch da im Wasser, oder nicht? So, jetzt machen wir endlich mal ein paar Kills. Ich brauche auch nochmal Bock drauf. Ey, macht mich fertig, Mann. Was sind die? Ich bin blind. Die müssen irgendwo hier unten sein. Jetzt werde ich auch noch angerufen. Ey, ich kann das alles nicht mehr. Hört ihr die Vibrations? Man hört die nicht, ne? Ey, ich drehe hier langsam echt durch, Mann. Ich sag's euch. Was ist das für eine verhexte Runde einfach? Junge. Ich will doch noch ein paar Kills haben und die Runde gewinnen. Die piepst schon wieder.
Anruf geht auch nicht weg. Ey, so kann man doch nicht arbeiten. Gegner sind auch keine hier. Stecken die sich oder was? Guck mal, da läuft doch einer. Na endlich. Good morning in the morning. Der hängt da einfach AFK rum? Was ist mit dir los? Wenn der gesessen hätte, das hätte wehgetan. Er wird ihn wiederholen. Also ich würde ihn wiederholen. Na, na, na. Hör auf mit dem Quatsch, Alter. Gib lieber deine Sachen her. Was du dabei hast, ist auch sehr, sehr geil. Hast du auch einen Sniper? Oh mein Gott. Ich will das neue Scope mal behalten. Dann tauschen wir das einfach so aus. Pumpgun nehmen wir natürlich nicht mit. Das sollten wir auch mitnehmen. Auf geht es nach vorne in die Zone mit gerade mal 6 Kills. Das könnte ein neuer Negativrekord werden. Ich will, dass jetzt noch ein paar Leute hier rumfliegen. Ich sag euch, Snipergewehre sind so unglaublich stark einfach gegen Leute, die in der Luft sind. Und vor allen Dingen Leute, die die Zeus-Fähigkeit einsetzen. Das macht die Waffen halt diese Season auch so unglaublich stark, muss ich sagen. Hinten sind noch welche. Halt dich schneller. Der hat 3 Leute oder so gekillt. Da ist nicht mal ein Scope drauf. Einfach jeder Schuss ist ein Treffer. Es ist ja gespenstisch, Mann. Ah, der will abhauen. Über das Wasser. Und den lassen wir nicht vom Haken. Was ich auch sehr, sehr komisch finde, ist, man findet einfach eine goldene Waffe. Ist, glaube ich, auch egal, welche das ist. Da ist nie ein Scope drauf, einfach. Na egal, ich kann auch no-scopen. Jagdgewehr sein Vater, Alter. Yeah. Das hast du jetzt davon, Mann. Dann muss ich die Spielmaschine gleich aufmachen. Das Telefonat einfach führen, was ich nicht führen möchte. Und draußen mal rausbrüllen. Was soll das mit diesen Protesten hier? Nicht genau vor meinem Fenster, Leute. Da hinten ist irgendwo einer. Ich glaube, der sniped sogar. Nicht, dass der mich jetzt snipe. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Guck dir den an, ey. Der ist einfach offen auf der Straße. Hä? Ist der ein Tresor aufgegangen oder so? Hä? Was war das? Boah, Alter, jeder Schuss sitzt einfach. Das tut so weh, Mann. Das ist so easy irgendwie, warum auch immer. Heute bin ich richtig on fire, glaube ich. Schon wieder getroffen. Jetzt kommt der Sniper Pro. Boah, es sind nur noch 3. Möglicherweise nur noch 2. Bock, dass du so Auge machst, ne? Na, ich muss mal kurz wegfliegen, in die Zone rein. Das sieht aber nicht gut aus für deinen Teammate. Ich glaube, der ist schon tot. Da hinten ist sogar noch einer. Ah, ich mag das nicht. Prophezeiungsbecken ist auch wieder am Start. Er ist außerhalb der Zone. Er holt sein Mate. Komm her. So, er hat ihn alleine gelassen. Hier ist auch tot. Schnell in die Zone reinmacht, glaube ich, 5er-Tags. Es ist ein 1 gegen 1. Aber Ladies and Gentlemen, ich glaube, ihr seht schon. Obwohl so viel Trubel ist, es ist einfach unnormal geil, weiterhin mit Snipergewehren zu spielen. Ich glaube, Fortnite muss da auf Dauer mal irgendwas nerven. Vielleicht sogar die Snipergewehre rausnehmen. Aber ich hoffe, es wird so vielen Leuten auch nicht gefallen. Ich finde es auch doof. Ich mag die Snipergewehre einfach. Aber da hinten ist der einfach. Können wir porten und no-scopen? Das könnte vielleicht eine neue Strategie werden. Ah, wobei eher nicht. Ist jetzt nicht so geil. Ich schwör's euch, ne, diese Spielmaschine, wenn ihr das hören könntet, ne, das geht mir so auf die Nerven. Das setzt einen so unter Druck einfach. Wie oft piepst du denn noch, Mann? Das Schlimme ist, ich habe keine Löffel mehr und auch keine Gabeln. Ich muss mit den Händen essen. Deswegen war es nötig, eine zu machen. Aber dass die genau jetzt fertig wird, ist natürlich auch wieder extra klasse. Was macht der da? Egal. Lasst uns den Sieg holen. Wow. Ist noch zugebaut, ne, du kleiner Schlawiner. Let's go! Freunde, im heutigen Video machen wir die nur eine Götter-Challenge in Fortnite. Okay, Ladies and Gentlemen, die Frage ist, wo werden wir überhaupt runtergehen? Ich würde sagen, wir starten bei Mount Olympus. Das Gute ist, von diesen Kisten gibt es sehr, sehr viele auf der Karte. Ey, das gibt's doch gar nicht. Jetzt kriege ich einfach einen Anruf geschaltet. Egal, ich kann nicht dran gehen. Ich kann euch auch die Nummer nicht zeigen, aber es vibriert hier. Hört man das? Vibration? Ich glaube irgendwie nicht. Ich sag doch, sobald ich in der Runde reingehe, ich werde angerufen. Ich werde euch mal kurz einen Screenshot einblenden. Vergangenen Freitag, wo ich live gewesen bin, hat mich einfach Hollywood angerufen. Und ihr wisst ja vielleicht, die Oscars sind jetzt einfach gewesen. Ich glaube, die wollten mir einen Oscar geben für die beste Schauspielerei. Jetzt habe ich es gedroppt. Oder die schlechteste Schauspielerei, das kann natürlich auch sein. Halt's Maul. Ey, die Kiste ist schon aufgemacht worden. Ey, du nimmst mir alles weg, Mann. Er ist ja jetzt richtig blöd, Mann. Egal, da gehen wir woanders hin. Übrigens, aktuell, ich habe eine Fliege im Zimmer. Ich würde sagen, solange sie lebt, ich glaube, das ist keine Eintagsfliege. Lasst uns einen Namen für sie geben. Ihr seid kreativ, schreibt einen in die Kommentare rein. Ladies and Gentlemen, Zeus da oben, alle anderen Götter, wir brauchen was Geiles. Wir machen die nur eine Götter-Chess-Challenge. Here we go, boom. Oh Gott. Wobei, ist gar nicht so übel. Ich sag euch ehrlich, wie es ist, Mann. Ich dachte, es wäre doch schlechter. Jetzt können wir zumindest ein bisschen rumfliegen, haben eine Waffe am Start. Und die ist, glaube ich, auch ein bisschen... underrated. Oh, ist noch einer. Hallo, wieso kommt die alle so nah, Mann? Hallo, was passiert hier? Egal, Sturzflug, Attacke und... bringt überhaupt nichts, ne? Ich kann mit dem Ding gar nicht umgehen. Lebt der wieder? Nein, der kriegt weg. Muss mal ganz kurz die Ärmel nach oben ziehen. Oh, ich habe keine Sachen mehr. Ah, was passiert hier gerade?
wie ein Adler in der Luft, der gerade weggeboxt wird. Schießt irgendwann auf mich. Wird das eine schnelle Runde? Okay, das war die schnelle Runde. Nächste Runde, Freunde. Ich werde jetzt mein eigenes Mauspad einsetzen. Mal gucken, ob ich dadurch besser bin. Here we go, Leute. Sieht man das überhaupt? Hier vorne ist es auf jeden Fall. Big Baba Bubu, geil. Wir platzieren es hier. Mal gucken, ob ich dadurch mehr Skill habe. Wenn nicht, wäre peinlich. Zeig euch das auch mal ganz kurz. So sieht's aus, Leute. Big Baba Bubu, geil auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich mehr Skill dadurch habe. Hä, seit wann ist denn hier dunkel, Mann? Wo bin ich überhaupt? Magische Kiste. Wie sieht's diese Runde aus? Komm schon, gebt mir irgendwas Geiles. Ich vertraue auf euch da oben. Und das ist eine Schimmelwaffe, Mann. Eine absolute Schimmelwaffe. Ich glaube, schlimmer hätte es mich nicht treffen können. Wie willst du auf Nahkampf mit dieser Waffe gewinnen? Die schießt gefühlt alle 50 Male nur. Mal schauen, ob wir damit eine Runde gewinnen können. Hauptsache, ich merke gerade erst, dass ich die Flügel gar nicht am Start habe. Oh, gerade da vorne ist einer. Aber egal, dafür haben wir die Zeus-Blitze. Scope finde ich auch gut. Ist noch irgendwo einer. Das ist eine Undercover-Mission, glaube ich. Wird hier alles zugebaut. Dedim. 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 Wo seid ihr? Leute, hört ihr mich? Der Gegner ist hier irgendwo. Der ist AFK. Oder auch nicht. Selbst das Treffen ist mit dieser Waffe schon schwer. Oha. Geht der voll ab. Oh, der will den einfach killen. Was ist das denn für einer? Der heißt Great Griffin. Ich dachte gerade Peter Griffin. Weil sind noch mehr Leute. Warte mal, hier war noch Heilung. Kurz die Heilung mitnehmen. Ich hasse es einfach, Leute zu finishen. Ich weiß nicht warum. Ich mag es einfach nicht, Leute zu finishen. What? Ich mag es einfach nicht, Leute zu finishen. Spaß, ich liebe es einfach. Ich hätte den runterwerfen sollen. Was laber ich da eigentlich wieder? Wieso sieht das so komisch da aus? Ist hier keiner? Ist das wirklich alles hier? Oh, da ist einer. Der Great Griffin ist schon wieder down. Dann komm mal mit, mein Spackofatz. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Das passiert mit Verrätern, die Blödsinn labern die ganze Zeit. Ja, der ist wirklich gestorben. Cool, Mann. Ist noch irgendwo einer. Also die Waffe ist doch besser als erwartet. Aber wenn du halt reinchokst, dann hast du ein Problem, Mann. Wenn du so eine halbe Stunde zielen kannst, du triffst halt auch, ne? Oh, oh. Ah, doch, ich mag sie irgendwie nicht. Es sind mindestens zwei Leute gerade am Fighten. Will er sein Mate wiederholen? Es ist Wolverine einfach. Er ist zurückgekehrt, weil er mich hasst. Was ist denn der andere jetzt hin? Da sind hier so viele auf einmal. Bleib mal stehen, Wolverine. Das hast du dir selber eingebrockt. Ich habe gesagt, du sollst stehen bleiben. Du bist weitergelaufen. Hier muss noch einer sein. Agent Jones war hier noch irgendwo. Ja, okay. Wollen wir die Blitze machen? Aber ich habe selber die Blitze dabei. Komm schon, stirb. Blitze. Ich habe eine Ladung verbraucht. Oh, oh, er kontert. Na, 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 na. Was hast du denn hier aufgebaut? Ich glaube, irgendeiner hat Ares gerade besiegt. Den Sound kenne ich auf jeden Fall noch nicht. Der jetzt? Er baut mich schon wieder hoch. Was Freunde der Sonne, wo seid ihr gerade? Dass hier drauf geht. Hä? Das ist die weirdeste Runde, die ich seit langer, langer Zeit gehabt habe. Wenn der eine Pumpgun hat, bin ich so geliefert. Ich will den Killer mitnehmen. Weil der ist echt da drin. Okay, dann lass miteinander reden, mein Freund. Wuhu, Feuer, Junge. Ich bin der Feuerleger-Wannabe. Oh, er hat Pumpgun dabei. Oh, er ist tot. Ich habe noch eine kleine Surprise für dich. Ich hab mich selbst abgeworfen. Oh mein Gott. Dummkopf, Alter. Wo bist du? Nein, stirb, bitte. Holy moly. Let's go, der Hase, Alter. Als hätte ich einen epischen Sieg gerade geholt. Das war krass. Übrigens dürfen wir andere Blitze nicht mitnehmen, weil das sonst irgendwie ein bisschen zu teuflisch wäre. Deswegen würde ich sagen, wir haben jetzt nur noch diese eine Waffe hier am Start. Was kommt da überhaupt rein? Das ist normale Munition, ne? Normale AR-Muni. Das ist gar keine Sniper. Was können wir mitnehmen? Ja, läuft da ganz gut, oder nicht? Ich fühle mich hier auch ganz stark auf einmal. Das ist der Brunnen der Prophezeiung, glaube ich. So kurz dahin gehen. Heiliger Brunnen, sag mir die Wahrheit. Werde ich die Runde gewinnen? Fortfahren? Ich versuche noch immer dein Schicksal zu sehen. Schaue später wieder vorbei.
Junge, ist das dein Ernst? Ist das euer verdammtes Ernst? Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da vorne? Ich würde sagen, da der Bunker gerade aufgetaucht ist, dürfen wir auf jeden Fall die Waffe nochmal gleich umequippen. Wir werden aber natürlich nur diese Waffe hier behalten. Alter, der sniped direkt auf mich. Was bist du denn für ein Fantasy-Guy? Okay, alles klar. Ich habe nichts gesagt. Ich habe die beste Waffe im ganzen Spiel dabei. Draußen kommt schon die Polizei. Die wollen mich festnehmen einfach. Wie krank ist das denn bitte gerade gewesen? Danke für die Heilung. Danke dafür. Das ist voll die gute Waffe eigentlich. Ich nehme alles zurück, Mann. Ich habe dich die ganze Zeit gehatet und runtergemacht. Sorry, Mann. Ist nichts Persönliches gewesen zwischen dir und mir, Jägerin DMR. So, lass mal nach unten gehen. Bevor hier noch irgendeiner kommt, können wir es hier zubauen? Wow, das wird mich echt beschützen, Mann. So, was können wir dran setzen? Infrarot-Zielfernrohr? Das ist geil, oder nicht? Oder nehme ich das andere hier? Ne, wir nehmen Infrarot auf jeden Fall. Was machen wir hier? Schneller nachladen? Ich würde sagen, mehr Schuss. Und hier? Oh Gott, das ist schwierig. Ich nehme mal Tempo, Mann. Schallgedämpft wäre auch wild, oder? Junge, Junge, was ist das für eine Waffe geworden, bitte? Holy Macaroni. So, gib mal ein bisschen Gold her, ich will wieder full sein. Ich würde sagen, die Kisten öffnen wir auch nicht. Oh Gott, hier ist irgendwo einer. Wer bist du denn, Junge? Oh, der hat sogar seine Sachen dabei. Guck dir den an. Ich sehe sein Skelett. Oder auch nicht. Man sieht sein Skelett ja auch so. Es ist einfach der Ghost Rider. Kurz umschalten. Bitte, Junge, was willst du von mir? Du wirst jetzt gespitzhackt. Jetzt reicht's mir, Alter. Weg mit dir, Junge. Du legst dich gerade mit Zeus an. Du spinnst ja wohl. Abracadabra. Den Typen haben wir weggehackt. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein ganz gutes Gefühl gerade. Es sind noch 16 Gegner am Leben. Übrigens, ich musste gerade wirklich über die Stunde pausieren. Der Anruf war dann doch wichtig. Das heißt, ihr solltet am besten immer dran gehen. Oh Gott, die haben alle Kronen dabei. Die Kronen der Sieger. Es sind aber nur noch 14 Gegner am Leben. Da ist einer. Bleiben Sie stehen! Er schießt zurück. Oh, ich treffe nicht mal. 60. Haut ab. Bleib stehen, du Pupsbacke. Du bist vorläufig festgenommen. Du kommst ins Gefängnis der Götter jetzt. Was hast du jetzt davon? Ich sag euch ehrlich, mit der Waffe sollte ich absolut nicht angreifen. Aber ich mach's trotzdem für euch einfach, für Fortnite, Mann. Für Fortnite! Die fighten hier sogar. Ist der jetzt noch in Kampf geraten, oder was? Oh, nö. Voll andere gehen auf den drauf. Okay, das war keine gute Idee mit dem Charlie. Digga, ich treff gar nichts. Was ist das für eine Schimmelwaffe? Die ist nichts für Long Range. Die ist so Medium Range, würde ich sagen. Ey, da kommt noch einer. Was passiert jetzt hier? Endfight. Stirb doch einfach. Oh, der hat einen Rücken gedrückt bekommen. Der hat es nicht mal gecheckt gerade. Das ist so eine schlechte Waffe. Ich schwöre es euch, Leute. Oh, der ist AFK. Ist das dein Ernst? Der heilt sich da einfach Open Field. Hä, das war ich nicht mal. Du sollst sterben, du ungläubiger Mann. Zeus ist der Beste. Macht der da noch? 67. Nochmal 67. Irgendwas stimmt hier nicht. Das Ding wandelt sich die ganze Zeit selber um. Aber es ist so schallgedämpft, dass ich nicht mehr treffen kann. Geschweige denn, dass die Gegner mitbekommen, dass ich auf die schieße. Was ist denn der andere jetzt hin? Ist schon immer noch eingebuddelt. Schießt auch noch irgendeiner? Okay. Wir wurden auch getroffen. Kleiner Ekliger da hinten. Ach, verdammt, Mann. Ich hatte den doch gerade schon down. Ich glaube, ich sterbe gleich, wenn es so weitergeht. Ich sollte vielleicht nicht den ganzen Server gegen mich aufbringen. Er will es aber auch wissen, ne? Du bist hungrig nach Kills, Junge. Ich glaube, über mir sind auch noch welche. Aber ich gehe mal ein bisschen zurück. Alter, ich kann wirklich voll gut bauen mit dem Mauspad. Das ist mal ohne Spaß. Guckt euch das an. Ich würde es mir ja ausdenken, wenn es so wäre. Oh, oh, schießen die alle auf mich? Ja, die schießen alle auf mich. Wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt. Hier sind sehr, sehr viele Gegner auf einmal. Please help me. Boah, der checkt's nicht mal. Good morning in the morning einfach. Aus Florida, Fortnite. Ruled einfach. Ja, schießt mich noch mehr ab. Einmal getroffen. Zweimal getroffen. Hinter mir ist auch noch einer aktiv. Ich werde einfach 360 angegriffen. Hör doch bitte einfach mal auf, Mann. Hör doch auf. Okay, ich bin gleich tot, wenn es so weitergeht. Bitte nicht. Gibt es hier irgendeinen, der mich gerade nicht tot sehen will?
Es ist Lachlan. Lachlan, Alter, was hast du denn gegen mich auf einmal? Ich hab dir gar nichts getan. Oh Gott, diese Waffe ist so schlecht. Und die anderen kommen gerade auch. Den haben wir. Heilung haben wir auch. Es ist Zeit abzuhauen. Man sollte immer dann gehen, wenn es am schönsten ist. Ich glaube, den Zustand haben wir absolut erreicht. Was passiert hier bitte? Wir sind 20 Gegner auf einmal. Komm, heil dich. Aber wir sind wieder back into the game, Alter. Ich hoffe, dass ich diese Waffe danach nie wieder benutzen muss. Die ist ja komplett ekelhaft. Die fighten ja auch irgendwie immer noch. Ach, das ist der von eben, der hat ja gar nichts gecheckt. Als ob eine Biene den sticht. Tschüss. Lol, der wirft mir Granaten auf mich. Drück das mit der Jung jetzt ab hier. Her damit. Er hat das gar nicht. Oh, der ist trotzdem tot, oder? Der ist ein Geist geworden. Das sind noch drei Gegner. Hey, kannst du mal kurz stehen bleiben? Kann ich dich anheuern? Bitte. Ich brauche Freunde in Fortnite. Leute, ich kann Samen bei dem kaufen. Du bist ja der Allerheftigste. Ja, die darf ich leider nicht, diese Runde. Hä, hey, du bist der Beste, Mann. Wollen wir uns umarmen? Haben wir so viel Zeit? Gib Umarmung. Komm her. Komm, Poseidon. Bitte. Umarmung? Okay, der will irgendwie nicht. Was hat er denn noch dabei? Ach, deine Geschichte interessiert mich gerade nicht, Mann. Ich muss meine eigene Geschichte schreiben. Wie ein Löwe. Ich will wirklich mal wieder gewinnen. Ich habe lange, lange Zeit nicht gewonnen. Ich sag's euch, die letzten Runden, das lief nicht so gut, Mann. Es leben noch drei Leute. Das heißt, ein Du und dann ich und der Freak alleine. No. Ich glaube, das sind sogar vier Leute am Ende. Die mit dem Bot leben auch noch. Da hatte ich auch schon einen down. Gott, da wird noch einer wiederbelebt. Ist das dein Ernst, Mann? Wie viel Zeit kann man am Ende des Tages haben, dass du sogar noch einen wiederbeleben kannst? Er ist wieder tot. Der Arme. Bitte. Er wird wieder geholt werden, wenn das so weitergeht. Aber wobei, vielleicht auch nicht. Hier ist irgendwo einer. Okay, der ist schon mal tot. Ja, ich habe leichte Probleme hier. Nee, du kannst mal wegbleiben mit deiner Pumpgun. Auf Pumpy haben wir keinen Bocky. Oh, oh. Alter. Good morning in the morning, Alter. Was soll das denn werden? Er lädt auch schon wieder auf. Der Blitz kommt geflogen. Auf den Wannabe. Das ist jetzt nicht so cool, wenn die das alle dabei haben. Jungs, es war mir wieder eine Ehre. Nee, war es eigentlich nicht. Ich hau dann ab, ne? Wir sehen uns dann. Tschüss. Er setzt es wieder ein. Wieso geht das alles auf mich? Ich will auf die andere Seite. Frei wie ein Adler, wie ein Vogel. Ich werde einfach abhauen. Mir doch egal, ihr kriegt mich niemand. Und wenn ihr gleich rüberkommt, dann werdet ihr gesniped werden. Wartet ab. Halt mit Zeus-Fähigkeiten auf Zeus draufgehen. Was seid ihr denn für irre? Ich bin wirklich gut diese Runde. Was ein Mauspad so ausmachen kann. Dann mache ich noch Werbung dafür. Ich schwimme rüber. Wenn die Waffe nicht so Mist wäre, es wäre so easy einfach. Ich bin gut getroffen. Boah, Alter. Ihr kleinen Auge mache. Ihr müsst doch jetzt alle zu mir kommen. Snipe doch auf mich. Lass den ganzen Server auf mich draufgehen. Nochmal 60. Ich bin eine kleine Biene, die gerade am Zustechen ist. Ihr werdet gleich von der Zone sterben. Wir müssen den anderen nochmal anschießen. Der ist nachher der überleben wird. Ach, du Augemacher da hinten. Der ist jetzt hinter mir. Lol. Es sind noch zwei und die sind beide schon sehr, sehr low. Komm doch. Trau dich doch. Er will wirklich kommen. Hau rein, Alter. Was willst du denn von mir, Junge? Einer noch. Wusste er. Ich will den Druck ein bisschen aufbauen, dass er noch wiedergeholt werden kann. Aber ich wollte ihn eigentlich nochmal anschießen. Wusste der Letzte. Es ist wieder soweit. Bisschen shaky, shaky alles. Oh Gott, er wird zubauen. Nein, der ist da unten. Du holst ja gar keinen wieder. Nein.
draufgehen. Let's go, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, ich habe mich komplett verklickt am Ende. Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen verrückten Fortnite-Video. Wir grinden gerade in der neuen Fortnite-Season und ich habe schon festgestellt, mythische Waffen sind einfach nur geisteskrank stark mittlerweile. Ich sag euch, die liegen an jeder Ecke einfach rum, gerade die Zeus-Fähigkeit. Und ich habe schon gehört, dass in Gruppenkeile der ein oder andere Hase einfach nur noch weggebombt wird von den Sachen. Wir werden in dieser Runde auf jeden Fall mal erkunden, ob diese Waffen wirklich genervt werden müssen. Ob Fortnite da reagieren muss, aber ich glaube, das wird ohnehin passieren. Denn es gibt ein paar Sachen, gerade bei der Zeus-Fähigkeit, die aktuell einfach viel, viel zu stark sind. Und ich finde, es gibt auch mythische Waffen, die so wie sie sind, es aktuell nicht bleiben können. Bin ich echt ein Dummkopf oder bin ich ein Dummkopf? Ich hätte doch hier auf das Trampo gehen können. Wir werden heute auf jeden Fall im Verlauf der Runde versuchen, alle mythischen Waffen und Medaillons zusammenzukriegen. Und da werden wir mal testen, welche mythische Waffe am stärksten ist. Ich habe ja schon so einen kleinen Fan-Favorite. Ich muss sagen, ne, diese Blitze hier, das ist so geil, dieser Gleiter. Ich liebe ihn einfach. Ist hier irgendeiner mit runtergekommen? Das ist eine gesunde Alternative, als erstes hier runterzugehen. Weil das einfach die stärkste Waffe für mich ist. Oh, hier ist schon eine Göttertruhe. Was wird da wohl drin sein? Zeus-Fähigkeit? Boah, die ist wirklich nicht mehr drin. Ich dachte, die wäre 100% spawn. Okay, Fortnite hat schon reagiert, glaube ich. Das ist krass auf jeden Fall. Weil normalerweise, ich glaube, am Anfang der Season war das wirklich hundertprozentig. Also das heißt, wenn ihr so eine Göttertruhe aufgemacht habt, dann war es einfach so, dass ihr wirklich ohne Probleme, ohne Chimichanga, die Zeus-Fähigkeit hattet. Aber egal, die werden wir im Verlauf der Runde auf jeden Fall noch öfter kriegen. Und ich finde die sowieso geisteskrank overpowered aktuell noch. Aber machen wir uns mal kurz den nichts vor. Wir machen mal kurz den Ares hier fertig. Der ist übrigens viel zu stark. Ey, warte mal, was laber ich da? Der ist viel zu schwach. Der hält nämlich gar nichts aus. Ich verstehe das auch noch nicht so ganz. Es gibt wirklich sehr, sehr schwache Bosse hier und sehr, sehr starke. Die Balance ist hier irgendwie auch noch nicht gefunden worden. Möglicherweise wird es in nächster Zeit auch noch mal kleine Updates oder so geben. Wobei manchmal haben die irgendwie Speedhack an. Das finde ich ein bisschen komisch. Was läuft der denn weg, der Schisser, Mann? Dein Ernst? Das gibt's gar nicht. Er ist so ein Schisser, ey. Wie damals, als ich einfach einen Anruf auf Discord gestartet habe und die eine Person nicht dran gegangen ist, weil er Angst hatte. Bist du so ein kleiner Schisser? Wie der Dinosaurier. Der geht auch nie an Discord-Anrufe. So, wir haben ihn einfach. Der letzte Lakai. Ares, komm auf die Karte drauf. Da ist er einfach. Boom. Wie geil das bitte aussieht. Ich glaube, der Effekt geht nur, wenn man wirklich nah dran ist. Was ist das denn für einer? Hä, wo kommst du denn jetzt her? Und willst du auch noch auf mich drauf gehen? Ja, moin. So, den haben wir auch. Der sollte jetzt eigentlich ziemlich einfach zu besiegen sein, weil der wirklich gar nichts drauf hat. Das ist echt krank. Wieso triffst du nichts, Alter? Du bist ja noch schlechter als ich. Und das will schon was heißen. Sei bereit, deine Taktik zu ändern. Wieso soll ich die Taktik ändern? Du musst die ändern, Mann. Du bist nämlich jetzt tot, Alter. So, wir haben es endlich geschafft. Neue Waffe am Start. Big Baba Bubu, geil. Das nehmen wir auch noch mit. Allein diese Kombination ist halt so ekelhaft, ne? AR plus Aspekt des Kampfes. Es ist so gigastark, Mann. Ich sag's euch einfach. Gucken, ob wir ein paar Gegner finden gleich. Ich werde mal mit den Wings jetzt gleich aber schon rübergehen. Dann können wir das Ganze auch nochmal testen. Ich werde euch in der Zwischenzeit auf jeden Fall gleich mal ein paar Göttertruhen zeigen. Oh Gott, das ist außerhalb der Zone. Dein Ernst? Wie soll ich da hinkommen? Und zwar ist die erste Göttertruhe hier. Ich gehe mal davon aus, wir werden jetzt gleich die Blitzfähigkeit auf jeden Fall bekommen. Auf die zumindest. So, auch hundertprozentiger Spawn hier. Das ist drin. Und wir haben sie einfach. Easy peasy, Mann. Oh Gott, ich habe das Falsche liegen lassen. Ey, ich komme hier nicht rein, Mann. Ich bin zu dick, Alter. So, die nächste Göttertruhe, die befindet sich auf jeden Fall hier vorne. Das ist schon hart, Mann. Hoffentlich ist hier noch keiner gewesen. Übrigens sehr, sehr geiler Dropspot auch. Ja, super. Die ist schon offen. Und wer auch immer hier gewesen ist, der hat sich schmackofatzmäßig wirklich alles reingepfiffen. Na, vielen Dank aber auch, mein Freund. Ich werde gleich nochmal wiederkommen müssen. Ich will ja alle Sachen haben. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie zum guten Hades kommen. Was jetzt gar nicht so easy ist. Wenn wir nach vorne schwingen. Guck mal, wie weit das weg ist. 1300 Meter. Wer hat sich denn diese Zone hier bitte ausgedacht? Ich bin einfach falsch runtergedroppt. Oh oh, wir gehen runter. Lande zum Nachladen. Das Geile ist, wir können immer noch schwingen. Ich sag euch, das ist das geilste neue Feature seit langer, langer Zeit in Fortnite einfach. Was ist das für ein geiles Movement-Item bitte? Einfach verliebt, ich sag's euch. Komplett verliebt, Mann. Verliebt! Boah, da schießt einer auf mich. Ich habe gerade keine Zeit für dich, mein Freund. Okay, er trifft geisteskrank gut gerade. Alter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Boah, hätte irgendeiner die Fähigkeit schon gemobst. Ey, hast du gegen Bobby gekämpft oder was? Ich glaube, ich bin es. Ist das dein Ernst oder was? Müssen wir mal ganz kurz ausschalten. Hier übrigens wieder neue Götter.
Chest. So, und jetzt ist es wirklich geisteskrank. Und zwar kannst du mehr als ein Set Blitze mitnehmen. Guck dir das an. Das wird komplett behoben werden. Gehe ich ganz stark von aus. Ihr habt ja gerade schon gesehen, nicht jede Götterchest hat halt diese Zeus-Fähigkeit dabei. Ich gehe aber davon aus, in den nächsten Tagen werden die das noch reduzieren, dass du nur ein paar dabei haben kannst. Ich glaube, es ist einfach zu stark. Ist nur die Frage. Wo sind die anderen? Hä? Vorne sind sie. Ich weiß nicht, ob ich Hades noch besiegen kann. Fall ich runter. Was war das denn? Was habt ihr denn gegen mich eingesetzt? Er hat doch geisteskrank viel AP. Oh, er will mit den Blitzen kommen. Süß, 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 süß. Ich bin jetzt aber gleich mal dran. Muss das halt auch richtig einsetzen, Junge. So, und weg mit euch. Das Ding ist so geisteskrank und du kannst so viele mitnehmen. Was hat sich Fortnite dabei einfach gedacht? So, wir nehmen jetzt erstmal das hier mit. Wir könnten sogar noch neue Blitze mitnehmen. Das werden wir wahrscheinlich aber nicht schaffen. So, das werden wir auch noch austauschen. Ich werde versuchen, noch zu Hades zu gehen. Das habt ihr davon, wenn ihr euch mit Bobby anlegt, Mann. Na, das wird auf außerhalb der Zone hinauslaufen. Das ist nicht gut. Ich habe halt überhaupt gar keine Heilung dabei. Und ich glaube, der ist schwer zu besiegen. Hallo Hades, mein Freund. Ich komme zu dir. Ich weiß, alle machen Auge auf dich. Aber das ist mir gerade vollkommen egal. Bitte, Medikit. Ich habe die Wachen gleich irgendwas dabei. Ansonsten sieht es sehr, sehr übel aus. Das Ganze gestern schon mal geschafft, die ganze Zeit außerhalb der Zone zu bleiben. Aber es geht halt wirklich nur, wenn du Heilung am Start hast. Ja, ich bin da. Wer sonst, Alter? Wir müssen jetzt irgendwie herausfordern. Wir müssen diese ganzen Wachen hier killen, damit er selber auch Schaden bekommt. Ansonsten, der Typ ist da oben einfach komplett unbesiegbar. Hat einer auf jeden Fall schon mal ein paar Bandys fallen lassen. Ich liebe dich doch einfach. Sehr wild. Oh, da bist du ja schon. Muss mich mal ganz kurz ein bisschen heilen, ja? Aber wir können die Zeus-Fähigkeit in der Zwischenzeit mal einsetzen. So, und das ist für dich, Junge. So, oh, hier ist noch Medikit. Sehr gut. Ich glaube, wir werden das sogar schaffen. Allgemein, der Boss hier ist sehr, sehr low. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon gegen ihn gekämpft habe. Der kann gar nichts, ey. Wir müssen nur wieder an die Stelle gehen, wo wir den easy ausschalten können. Und das ist einfach hier vorne. Ist der denn programmiert, Mann? Sobald er die Ketten dran geht, hat sich das einfach erledigt. Guck dir das bitte an. Wenn ich jetzt noch besser treffen würde, der wäre ja sowas von weg. Oh, stirbst du etwa gerade? So, hau rein, Alter. Ich brauche eigentlich nur dein Medaillon. Ich finde die Waffe gar nicht so gut. Wir werden die trotzdem erstmal mitnehmen. Wobei, ich glaube, ich kann die nicht mitnehmen. Ne, wir lassen die hier. Die ist wirklich nicht so gut. Und nimmt das Medaillon auf jeden Fall mit. Ich glaube, das könnte in Ranked und so, könnte das Geist, das kann gut abgehen. So, jetzt nehmen wir die Wings hier noch mit. Das nehmen wir mit und dann können wir hier abhauen. Ich bin gerade auf jeden Fall sehr, sehr low unterwegs. Weiß gar nicht, ob ich die Zeit habe, hier nochmal ein bisschen was an Blue Shield mitzunehmen. Aber ich glaube, das werden wir auch brauchen. Gerade wenn der Typ halt wieder so gut trifft wie eben. Und dann werden wir uns an Zeus ranwagen, Freunde. Der wird auch noch sehen, was er davon hat. So. Das ist auch sehr, sehr geil zu fortbewegen. Jetzt aktivieren wir das hier noch. Wir sind halt sehr, sehr schnell unterwegs. Ich muss gleich einmal nachladen. Und heilen muss ich mich auch noch. Oh mein Gott, was sehe ich denn da Leckeres? Köstlich, möstlich, Leute, einfach. Lecker, lecker. Bigster Schmackofazzi, der rettet mein Leben. Ich habe den gestern schon gesehen, aber ich war einfach dumm. Ich habe den gar nicht mitgenommen gehabt. Gut, dass ich nochmal hier hingekommen bin. Also das ist die Route, Leute. Ihr könnt easy peasy anscheinend Hades sogar noch außerhalb der Zone besiegen. Und ich bin einfach 1300 Meter über die ganze Karte gerade geflogen. Das zeigt schon, wie geil Fortnite einfach in dieser Season ist. Ich finde diese Wings auch komplett overpowered. Fortnite hat dazu auch ein kleines Update schon rausgebracht. Und zwar soll dieser Sturzflug nicht mehr in jeder Höhe möglich sein. Ich konnte das Ganze jetzt noch nicht verifizieren, testen, wie auch immer. Aber ich vertraue dem mal. Aber wir gehen jetzt gleich runter. Nein. Was für eine Reise, bitte. Ist das denn hier gewesen? Wird es gleich noch ein bisschen schwierig werden. Sobald ich in der Zone drin bin, werde ich wahrscheinlich ein Auto oder sowas brauchen. Außer ich finde neue Wings. Ey, die sind schon wieder kaputt. No. Da hinten brennt sogar. Und das ist nicht der Bunker, der brennt. Hat einer ein bisschen Zeus-Fähigkeit für mich? Oh, das ist ein Auto. Okay, perfekt. Was für ein geiler Ort hier. Das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Ins Auto einsteigen. Oh Gott. Ich hab doch einen Führerschein, Alter. Ich check das eh nicht. Wie kann man an sich keinen Führerschein haben? Autofahren ist das Beste, aber... Guck mal, wie ich fahre hier. Das ist echt die Endzone hier. Holy Macaroni.
Ja, wir werden uns gleich noch die Blitze holen. Falls ihr Bock drauf habt, Leute, dass ich mal nur versuche, mit den neuen Zeus-Blitzen die Runde zu gewinnen, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Dann werden wir das auf jeden Fall mal versuchen. Wird wahrscheinlich relativ schwer werden. Ja, wisst ihr was? Ich gehe nach oben, fliege dann einfach. Ist hier eigentlich auch so eine God-Chest? Ich kann ja mal kurz gucken. Ich kenne die Spots noch nicht alle 100%. Ich schätze mal, so nach wenigen Tagen wird man es wahrscheinlich drauf haben. Sind ja auch meistens 100% die Spots hier. Surprise, oh, übertreib doch mal gerade nicht. Ich suche noch was. Was willst du von mir? Ja, guck mal an, wie stark diese Waffe ist. Die ist nicht overpowered, ja? Die ist nicht overpowered. Ich finde die komplett geisteskrank, diese Waffe. Also die Pumpgun. Oha, wie die abgeht. Tschüss, hau rein, Junge. Was willst du eigentlich von mir? Mach mal keinen Ärger. Würde ich schon relativ gut gewesen sind, muss man sagen. Das hätte auch ins Auge gehen können. Ich glaube, hier gibt es keine God-Chest. Das Top 10 schon. Die Runde geht einfach zu schnell vorbei. Das ist mein Problem. Das ist der nächste Gegner. Ich will unbedingt noch Zeus ausschalten. Hoffentlich schaffen wir das noch. Hier sind die Wings auf jeden Fall wieder. Sehr gut. Dass das so lange dauert. Ich bin auch die ganze Zeit da nur unterwegs gewesen. Schieß gleich auf mich, Bro. Ich bin gleich wieder für dich da. Dann werde ich auch neue Blitze haben. Oh Gott, der hat mich voll erwischt. Sehr, sehr uncool dein Verhalten gerade. Ich hoffe, du schämst dich gerade ein bisschen. Wir können ja hier gucken, ob die Fähigkeiten noch da sind. Hier gibt es, glaube ich, auch 2 oder 3 God-Chests. Hey, hier kämpft schon irgendeiner gegen Zeus. Ist die Chest noch vorhanden? Ah, sie ist offen. Irgendeiner hat sich das gegönnt. Schade. Aber man sieht schon, dass die eingesetzt werden, wie irre. Wie ist denn der aktuelle Status hier, Freunde? Wir haben aktuell nur mythische Waffen dabei. Das ist in der Endstufe, ne? Nein, das ist die erste Stufe. Ah, da ist der noch komplett schwach einfach. Guck mal, der kann mir nicht mal was anhaben. Wieso hat der Typ keine Lebensanzeige? Jetzt hat er eine. Hä? Junge, wie komisch bist du bitte? Ich habe super viel Munition dabei. So, auf diese Wachen stehe ich gar nicht. Nicht, weil die stark sind, sondern die laufen hier immer so komisch rum. Wobei manchmal treffen die schon ziemlich gut, muss man sagen. Und die laufen auch wie Falschgeld rum und ich weiß dann gar nicht, wo die sich verstecken. Und dann dauert die zweite Phase hier einfach unendlich lange. Ja, okay, wieder unglaublich einfach. Er hat einfach wieder Aimbot an. Ich glaube, die Wachen treffen besser als ich hier. Er weckt jetzt zum Leben. Endversion von Zeus. Letzter Tricorn, was hier noch rumliegt. Lecker Schmecker für Wannabe den Spaßentdecker. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt nur mit Grün besiegen kann. Wo bist du? Zeus. Komm mal raus. Hä, wie läuft der bitte? Ganz schön sassy, Alter. Er bleibt auf jeden Fall da vorne stehen. Dann kannst du mir gar nichts anhaben. Schmeiß doch. Übrigens, wir werden das gleich mal testen. Ich hoffe, dass irgendeiner bauen wird. Ich bin letztens auch so gestorben. Das ist so overpowered gerade. Wenn ihr die Zeus-Fähigkeiten einsetzt, dann könnt ihr einfach durch Buildings durchballern. Das ist so crazy. Was macht der da? Hä? Was ist dein Problem, Mann? So, das nehmen wir jetzt auch noch mit. Wir müssen uns mal ganz kurz durchheilen. Und dann, Ladies and Gentlemen, werden wir mal ein bisschen mit den Zeus-Fähigkeiten noch hantieren. Ich weiß, wenig Gegner noch am Leben. Es hat ein bisschen gedauert. Aber das kann doch nicht real sein, oder? Ich muss auf jeden Fall diese Challenge die nächsten Tage aufnehmen, bevor das irgendwie verboten wird. Seht ihr mein Problem gerade? Wir könnten jetzt alle mitnehmen. Hier. So läuft nämlich der Hase. Was ist das denn? 5-mal die mythische Fähigkeit hier am Start. Alter, ist das krank. Ich würde mal sagen, wir nehmen 4-mal mit. Aber die Pumpkin ist auch zu stark. Ich kann die nicht hier lassen, Mann. Und dazu noch diese Medaillon-Fähigkeiten, die wir haben. Wir können schneller laufen, wir können teleporten. Und das Geile ist, wenn wir irgendjemanden Schaden zufügen von den Gegnern, dann bekommen wir einfach Energie wieder. Was will man dagegen machen? Ich sag ja, diese Fähigkeiten und so, die sind komplett overpowered. Das ist ja giga heftig. So, wo ist der Rest vom Fest? Ich glaube, wir werden nicht mal alle einsetzen, wenn das so weitergeht. Hä, wo fightet ihr? Nein, geh nicht nach unten. Stirb lieber vorher. Ist das ein Bot? Ah, es ist ein Bot. Kobe! Okay, wir haben auf alle Cooldown. Das wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Ah, die sind hier unten am Fighten. Das wird jetzt eklig für euch werden. Zeus-Fähigkeit in 3, 2, 1. Oh mein Gott. 80 weniger. Schade, dass er nicht gestorben ist. Ich sage, wir setzen mal kurz einfach die AR ein. Für mich, wie gesagt, die beste Waffe im Spiel. Ihr müsst nur ein bisschen Skill haben. Daran scheitert es oft.
Zeus Fähigkeit nochmal einsetzen. Ist der gelockt? Oh, ich treffe nicht. Wieso zieht es nur 40 ab? Gar nicht so stark. Was macht der denn da? Macht kein Auge. Geh lieber drauf. Wo ist der letzte Gegner? Wir schießen einfach in den Himmel rein. Junge, Junge, Junge. Ich nehme, dass sich einer komplett zubaut. Hoffentlich von den letzten Gegnern. Ihr könnt eure Meinung zu den mythischen Waffen und zu den mythischen Medaillons natürlich gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Aber ich glaube, es gibt keinen Zweifel, dass das Ding auf jeden Fall in den nächsten Tagen mal ein bisschen gedowngradet werden muss. Da sind sie. Okay, let's go. Feuer frei. Und boom, beide 80 weniger. Alter Schwede, der Blitz hat komplett eingeschlagen. So, wen haben wir denn da am Ende des Tages? Du bist schon mal down, Junge. Oh, der ist gar nicht down. Aber es wird durchschallern. Guck, alles kaputt einfach. Er lebt noch. Komm, bau nicht nochmal zu. Leute, das sollte erstmal vom Video gewesen sein. Falls es da Updates und so gibt, falls Sachen genervt, gedowngradet oder wie auch immer werden, werdet ihr das auf jeden Fall von mir als erstes erfahren. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Tragt meinen Creator-Code ein. Freunde, möglicherweise habe ich die unfairste Waffe im ganzen Spiel gefunden. Und sie wird vielleicht gebannt oder verboten werden. Ladies and Gentlemen da draußen, zieht euch mal bitte diese geile Kombination rein. Wir haben einfach den Streitwagen in lila und auch den Skin von Hades in lila. Das sieht einfach nur so geil aus. Was machst du denn da unten, mein kleines Frettchen? Wir werden heute auf jeden Fall mal die Hardest Chains ausprobieren und mal gucken, ob es wirklich die stärksten Waffen im Spiel derzeit sind. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Fortnite hat in letzter Zeit relativ wenig dazu rausgebracht. Und ich muss auch sagen, dass ich diese Hardest Chains in letzter Zeit sehr, sehr selten nur finde. Bin mal gespannt drauf, ob wir es schaffen, nur mit diesen Chains am Ende den epischen Sieg zu holen. Bevor ich diese Waffen natürlich habe, werden wir mit allen spielen. Oh mein Gott, ich habe sie schon. Damit hat sich das Ganze erledigt. Perfekt. Das heißt, wir werden jetzt gar keine anderen Waffen mehr brauchen. Wir werden versuchen, so den epischen Sieg zu holen. Ich werde echt mal ausprobieren, wie die mittlerweile abgehen. Die sind ja schon relativ lange im Spiel drin. Ich glaube, die sind sogar deutlich verbessert worden. Ist aber auch schon eine geraume Zeit her. Ist doch einer. Dann komm mal her. Von Weitem sieht das so ein bisschen so aus, als wenn man die ganze Zeit das Licht wegbringt. So, ausschalten. Also, die sind schon geisteskrank stark auf jeden Fall. Oh mein Gott. Da sind noch Minis am Start. Er guckt eigentlich hier die ganze Zeit Fernsehen. Was läuft denn hier? Eine Runde Wannabe gucken oder was? Da lasst doch wenigstens ein Like und ein Abo da. Was ist los mit euch? Okay, wir ziehen weiter. Boah, wie cool sieht dieser Skin bitte einfach aus. Der ist doch 10 von 10. Wie sieht er aus, wenn man sich zurückverwandelt? Oh mein Gott. So sehen Videos von Wannabe mit Facecam aus. Und so ohne. Oh, hier ist einer. Geh mal kurz weg, Alter. Oh, oder komm an die Leine, Bobby. Okay, ich hab ihn einfach. Warte ich mal, Bobby. Dann will ich mal zu Bobby gehen und gucken, ob ich den damit ausschalten kann. Es gab Leute, die gesagt haben, dass man mit diesen Hardest Chains easy peasy Bosse ausschalten kann. Ich bin mal gespannt drauf, ob das Ganze wirklich so ist. Möglicherweise haben wir hier den heftigsten Game Changer aller Zeiten am Start. Ihr wusstet doch, diese Challenge würde irgendwann kommen. Und ihr wolltet die auch alle haben, Mann. Werf mal diese Bubble hin. Dann gehen wir jetzt in die Bubble rein. Er kommt auch. 1 vs 1. Okay, das war jetzt aber schnell, Mann. Ich glaube, ich hole mir das Medaillon. Damit haben wir noch größere Chance, den epischen Sieg zu holen. Hallo, Hades, ich bin zu Hause. Gegen welches Element willst du kämpfen, Junge, hä? Feuer, Wasser, Eis oder Erde? Spaß, ich habe Luft vergessen. Das Eis gibt's, glaube ich, gar nicht. Er kann die Leute auch irgendwie ranziehen, glaube ich, oder? Oh, es geht einfach. Habt ihr diese TikToks gesehen, wo Leute einfach hingegangen sind, mit den Hardest Chains einfach Leute mit Wings runtergeholt haben? Das ist auch mega krank einfach. Muss ich auch mal testen. Wer auch immer von euch Schlingeln das geschrieben hat. Oha, das ist noch ein Gegner. Der hat auf jeden Fall absolut recht. Chimichanga aus ihm gemacht. Hau rein, Junge. Möglicherweise habe ich wirklich die beste Waffe im ganzen Spiel gefunden. Einfach Hardest Chains benutzen. Zack. Ich habe noch keinen Schaden bis jetzt gefangen. Normalerweise sterbe ich hier die ganze Zeit. Komm her, Bruder. Und weg mit dir. Die Range ist auch sehr, sehr geil. Wir werden im Verlauf der Runde übrigens auch mal ausprobieren, ob ich diese Waffen irgendwie upgraden kann. Möglicherweise eine Upgrade-Bench oder sowas. Oder ob es andere Möglichkeiten gibt. Ey, hör doch mal auf, meine Energie zu klauen. Du spinnst ja wohl, Junge. Ich glaube, hier sind noch andere Leute. 5 Leute einfach gedroppt. Kurze Bubble hinwerfen. Aha. Und direkt wieder ausrasten, ne? Dann komm mal her, mein Großer. Boah. Man kann auch so zu... Achso, das ist die ganze Zeit auch ab. Ja gut, das habe ich gar nicht gecheckt. Aber er hat die auch dabei. Kette versus Kette. Ich habe die Idee. Tech 34, hier reingehen und gleich wieder nach oben gehen. Ich will aufladen und dir eine Bombe geben. Okay, der ist schon ein bisschen gruselig. Wo ist denn der jetzt? Der lacht voll laut. Wo bist du? Ach, da bist du doch. Wird Zeit, dass du stirbst, Mann. Okay, das ist voll ekelhaft, diese Attacke. Die Attacke ist wirklich giga eklig, die er da macht. Na komm doch damit her.
Wow, das geht wirklich voll ab. Ich sterbe trotzdem. Oh, oh. No, no, no. No, no, no. Stop it. Get some help. Also, dass die Waffe so gut gegen Boss ist, kann ich auf jeden Fall schon mal nicht bestätigen. Das stimmt auf jeden Fall irgendwie nicht. Oder ich bin einfach nur schlecht. Das kann es auch sein. Was sehe ich denn da Geiles? Wasserbändiger-Fähigkeiten. Können wir leider nicht mitnehmen. Das wird gleich auch wichtig sein. Das Gute ist halt, wenn man so Only-Challenges macht, dann kann man auf jeden Fall mal so viel Heilung mitnehmen. Das schmeißen wir erstmal weg. Weil ich einfach so viele Slots frei halte. Da hinten ist er. Komm gegen seine Birne. Und jetzt komm her, Junge. Er stirbt. Let's go, wir haben es geschafft. Ja, geht so. Also ehrliche Meinung, gegen Bosse nicht ganz so stark. Ansonsten eine sehr, sehr geile Waffe auf jeden Fall. Ich glaube, dass die derzeit auch immer noch ziemlich overpowered ist. Wir waren, glaube ich, sogar noch ein paar. Die schnappen wir uns jetzt auch. Erstmal full machen und dann ein bisschen Remy Demi gleich. Ach, ich bin wieder ein kleiner Dummkopf. Ihr müsst immer hingehen, wenn ihr hier runter geht, auf jeden Fall zu diesem Laster hingehen und euch danach voll machen. Dann könnt ihr Flowberry Riss einfach sparen. Ich bin mal gespannt drauf, wenn sich gleich einer ein bisschen einbuddelt, ob ich mit den Ketten ja alles kaputt machen kann. Lohnt es eigentlich mehr als eine Kette dabei zu haben? Kann ich Double Chain spielen? Das bringt aber, glaube ich, nichts. Die hat doch gar keinen Cooldown, oder? Ey, guck dir das mal an. Ich mache hier alles kaputt. Die sind ja gigastark. Neue Meta in Fortnite gefunden. Oh, hier waren auch schon welche. Oh, die haben das schon fertig gemacht. Oh, hier schießt doch einer. Hast du etwa Bobby ausgeschaltet oder was? Junge, wie geht diese Fähigkeit ab? Ich sag's dir, probier das mal selber aus. Das ist ja geisteskrank. Also ich würde doch nicht sagen, dass sie gebannt werden muss. Aber ich finde sie trotzdem turbostark, ey. Zumal die geht ja auch gar nicht kaputt. Du kannst sie einfach ewig benutzen. Sind hier vorne irgendwo. Ich glaube, wenn wir die Pumpgun ausgeschaltet haben, haben wir sehr gute Chancen, die Runde zu gewinnen. Die Pumpgun ist so mein größter Nemesis in dieser Runde. Macht ja auch Sinn, weil sie halt einfach die beste Nahkampfwaffe ist. Wir können ja aus der Entfernung Leute ranziehen. Außerdem operieren wir aus den Schatten heraus. Ich will eine abhauen, das wäre jetzt so geil. Bleib stehen, Brudi. Komm, flieg weg. Und dann schnapp ich dich mit der Kette. Zum Spielen! Okay, den habe ich schon mal. Das war die erste Pumpgun. Episches Obst heißt der Typ. Ja, will mich jetzt runterschießen. Das Gute ist, du kannst mit Flowberry Riss eigentlich immer kontern. Er soll jetzt ruhig kaputt machen. Bringt dir überhaupt nichts. Aber ich kann trotzdem wegfliegen. So, ich mache mich jetzt voll. Und dann kommst du gleich an die Leine. Lol, doch mal, guck mal. Er weiß gar nicht, was er machen soll. Ey, das Ding ist so krank. Ich treffe aber nicht. Lol, der hat ja gar keine Chance. Das war knapp. Hat er die mythische gehabt? Hat er nicht gehabt. Ich habe ein bisschen gefailt. Habt ihr es gesehen? Oh mein Gott. Nächstes Medaillon. Wir müssen irgendwie diese Waffe hier loswerden. Das wird jetzt richtig wichtig werden. Ich muss die irgendwie verstecken. Niemand darf diese Pumpgun in dieser Runde bekommen. Die sind jetzt komplett eklig. Das Problem ist nur, wenn ich immer diese Pumpguns verstecke, dann werden die meistens noch gefunden von irgendeinem. Aber hier werden die niemals gefunden, oder? Jetzt erzähl mir doch nichts. Ich baue das jetzt hier komplett zu. Wir machen das hier noch weg. Kiste, mach kein Auge. Zone macht auch schon Auge. Es sind noch sehr viele Leute am Leben. Die hatten übrigens auch Ketten dabei. Hätte ich nicht gedacht. Soll ich statt Medikits diese Dinger hier mitnehmen? Die Schockwellengranaten? Ich rette nie unser Leben. Aber ich brauche das gar nicht. Nein, nein, nein. Wir nehmen die nicht mit. Wir haben doch jetzt die Fähigkeit von Bobby hier bekommen. Wir nehmen mehr Heilung mit. Okay, es leben noch sehr viele Leute. Das ist geisteskrank. 30 Leute noch fast am Leben. Das ist für eine Runde, bitte. Was sind die alle? Freunde, probiert diese Challenge gerne mal selber aus und schreibt in die Kommentare rein, ob ihr das Ganze auch geschafft habt und ob ihr findet, dass diese Waffen einfach komplett overpowered sind. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Jetzt macht es auf jeden Fall unnormal Laune, damit zu spielen. Allein schon wegen der Tatsache, dass du halt zwei verschiedene Funktionen hast. Du kannst einmal die Ketten benutzen, um jemanden direkt zu killen oder ranzuziehen erst. Geht das eigentlich auch bei den Drohnen? Das wäre ja richtig krank, wenn ich die Drohne ranziehen kann. Nee, funktioniert nicht. Oh, da vorne ist einer. Ich hab's gesehen, der hatte die Hardest Chains auch am Start. Dann komm mal her. Der will mich auch ranziehen. Oh, oh. Chill mal. Ich bin noch Anfänger, ja? Ich hab die noch nicht so häufig benutzt wie du. Leute, der macht gar nichts mehr. Er ist rausgegangen. Was, Bruder? Der ist einfach rausgegangen. Oh mein Gott. Junge, das ist ja geisteskrank overpowered. Das ist so krank, dass der Typ sich entschlossen hat, einfach zu quitten. Wo ist denn der jetzt hin? Ach, da. Oh, ich zieh ihn wieder ran. Und jetzt ist Endstation. Hau rein, du Bummi-Mann. Mach kein Auge hier. Dein Kollege ist schon rausgegangen. Der hat gezittert einfach. Zitter nicht. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, ich habe meine neue Lieblingswaffe hier gefunden. Dieses Ranziehen ist cool. Hier wird einer wiedergeholt. Wir warten sogar. Dann können wir zwei Kills machen. Guck ihn dir an, da ist er. Du wirst jetzt sehen, was du davon hast, mein Freund.
Komm her, das ist mein Kill. Ich glaube, hier ist auch einer gewesen. Oh, oh. Ankommen. Genockt. Und sein Teammate hat jetzt nur 100 HP. Der kommt ja gar nicht klar. Willst du einer Freund machen? Oh Gott, das ist ein Bummi, Mann. Das ist ein übelster Bummi. Guck ihn dir an. Ich weiß gar nicht, was abgeht. Ich will kurz gucken, was er macht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat eine Waffe. Er gönnt sich noch Biggie auf offener Straße. Ich sag's dir. Sieht er mich? Du holst ja einfach rum. Guck mal, der kommt ja gar nicht klar. Der legt mich ja komplett rein. Nimm den jetzt einfach mit. Da ist dein Teammate. Hol ihn wieder. Los, schnell. Oh mein Gott, ich muss denen helfen. Die sind ja völlig verloren hier. Ja, Bau. Hol ihn doch wieder. Hallo, ich tue dir doch nichts. Los, hol ihn wieder. Oh mein Gott, was ist denn hier schon wieder passiert? Leute, wir haben ihn kaputt gemacht, glaube ich. Was soll denn das werden, Mann? Okay, wir haben eine neue Aufgabe, glaube ich. Ich muss den No-Skin beschützen. Ich glaube, ich habe den schlechtesten Spieler der ganzen Welt getroffen. Er wird sterben ohne mich. Der wird das doch niemals überleben. Und ich habe ihn allein gelassen. Ach, da unten ist er. Das gibt's doch gar nicht. Hey, Kumpel. Weißt du, was das Beste ist? Du nimmst jetzt erstmal einen Biggie, okay? Nein, 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 hier. Guck mal, hier. Hier ist ein Biggie. Willst du eine Umarmung geben? Willst du die Flügel haben? Hier. Ist das ein Mensch? Willst du meine Medaillons haben? Nimm mal meine Medaillons. Hier. Nimm die. Der Junge hat eine Mission. Er lässt sich davon nicht abbringen. Das ist krank. Nicht runterspringen. Oh Gott. Der ist doch so gut wie tot jetzt. Hallo, nimm Medikit. Ey, der legt mich doch rein. Hier sind Medikit. Er hat's echt gefunden. Ich rette sowas von seinem Leben einfach. Ey, das gibt's doch gar nicht. Komm jetzt mit. Ich habe auch noch Biggies für dich. Ich schwöre, der legt mich so rein, der Typ. Locker, der schottet mich gleich weg. Der ist so geil, Mann. Willst du jetzt noch meine Medaillons haben? Hier. Nimm. Sehr gut. Das andere auch. Oh Gott. Hoffentlich ist der andere gnädig zu mir. Haben wir eine gute Idee, dass er den einfach wiederholt. Ja. Du hast es gleich geschafft. Sehr gut. Mal gucken, ob der andere auch ein Freund ist. Ich brauche jetzt selber Heilung hier erstmal. Da ist er wieder. Nee, 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 nicht schießen jetzt. Hör auf mit dem Quatsch. Nur weil dein Mate wieder da ist, ja? Gibt jetzt einer von euch eine Umarmung oder seid ihr 31er? Guck mal, der schießt einfach auf mich. Was ist das denn? Ich will mich umbringen. Hör jetzt auf damit. Ich hab dein Leben gerettet, Mann. Alter, verraten von No-Skin einfach. Wir müssen mal eine Compilation davon machen, wie viel No-Skin ich einfach das Leben gerettet habe. Locker, das waren schon 101 Mal. Er hat immer noch meine ganzen Sachen einfach. Aber ich hoffe, er weiß noch, wem er das zu verdanken hat. Er hat nicht mal eine Waffe dabei, der traut sich auch nichts mehr. Lauft ihr mal da lang, ich versuche mal die hier auszuknipsen. Ich glaube, der hat auch die Ketten dabei. Oh Gott. Tot. Ah, okay, ich glaube, das sind jetzt nicht die besten Spieler hier, oder? Du kriegst jetzt auch eine Breitseite, Junge. Lass meine No-Skin-Freunde in Ruhe. Schon wieder wäre ich gestorben. Aber nicht meine Freunde, oder? Bitte nicht die No-Skins. Bitte nicht die No-Skins. Gott, die fighten hier noch. Oh, der hat einen gekillt. Nein, die sind beide tot. Du 31er. Du 31er. Nein, sie sind gestorben. Nein, wer auch immer das gewesen ist. Schreib deinen Namen in die Kommentare rein, Mann. Aber sei ehrlich, ich werde auf jeden Fall nachgucken. Das gibt's doch nicht. Der stirbt einfach. Ich habe ihn eine Sekunde alleine gelassen. Und dann geht der einfach drauf. Egal, ich hole jetzt den Sieg für den No-Skin, Mann. Für den No-Skin und seinen Freund. Wer auch immer das ist, vielleicht guckst du dieses Video gerade. Möglicherweise ist es GigaCap. Aber wir waren die besten Freunde einfach. Egal, Fokus. Es kann nur eine kranke Runde werden. Wo ist der letzte Gegner? Es ist nur noch einer am Leben. Vielleicht gewinne ich auch einfach so. Nein, da unten ist er. Wir attackieren. Für die Bombe. Und die No-Skins. Let's go, wir haben es einfach geschafft. Ich kann es nicht mal genießen, Mann. Ich bin so traurig einfach. Ich wollte dem No-Skin einfach den Sieg schenken. Ich würde aber traurige Musik machen und die besten Momente einblenden. Er gönnt sich noch Biggie auf offener Straße, ich sag's dir. Da ist dein Teammate. Hol ihn wieder, los, schnell. Oh mein Gott, ich muss denen helfen. Die sind ja völlig verloren hier. Ja, Bau. Nicht runterspringen. Oh Gott. Guck mal, der schießt einfach auf mich. Was soll denn das werden, Mann? Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt in die Kommentare rein, was wir als nächstes machen können. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Er war einfach mein bester Freund. Ich habe ihn geliebt. Und dann stirbt er einfach von einem anderen No-Skin.